So. Filsum in Ostfriesland an einem Samstagmorgen. Idyllische Ruhe, soweit das Auge reicht. Nur auf dem Hof von Tamme Hanken trifft schon der erste Besuch ein. Heute ist hier Kummertag, eine offene Sprechstunde für Tier und Mensch. Ruth Gerdes und ihr Pferd sind die Ersten. Ja, das Pferd lässt sich nicht mehr reiten, drückt den Rücken weg. Wenn man Sattel drauf legt, kann sie sich halt schlecht bewegen. Und ich denke, dass sie irgendwie was ausgerenkt hat oder Nerv eingeklemmt oder irgendwas. Ein Fall für den Knochenbrecher. So wird Tamme Hanken hier genannt. Doch natürlich bricht er keine Knochen, er heilt sie mit bloßen Händen. Herrliches Wetter. Guck mal da los. So, einmal im Schritt. Jetzt werden Fehler gesucht. Alle. Wenn man jetzt sich ordentlich guckt, muss man nachher zu viel suchen. Tamme erkennt am Gang, wo der Schmerz sitzt. Den Rest sagen ihm seine Hände. Er spürt, wo Nerven und Wirbel blockiert sind. Eine seltene Gabe, die sich herumgesprochen hat. Gut festhalten, an meiner Seite mitbleiben. In die Augen gucken. Genau, als wenn das dein Schatz ist. Immer in die Augen gucken, dann bleibt er stehen. Damit Tamme ihm helfen kann, muss das Pferd stillhalten. Leichter gesagt als getan. Ich weiß gar nicht, dass du im Hess. Ich denke, wir machen Longenstunde. Mit seinem Schlüssel löst Tamme bei dem Pferd einen Reiz aus. Dadurch löst sich wiederum an anderer Stelle eine Blockade. Und? Alles, was klemmt, wird gelöst. Was nicht sitzt, wird eingerenkt. Wer die Feinfühligkeit besitzt, Nerv zu fühlen, für den ist es eigentlich ganz einfach. Es ist, als wenn wir irgendwas im Computer einscannen, genauso husche ich irgendwo mit den Fingern rüber. Wenn ich Charlotte beim Fuß habe, dann fühle ich doch so schon überall, ob die Wirbel gut sitzen und was damit ist und wo jeder Nerv verläuft. Hätte man die Zahnhaken drauf in denen. Reitest du mit Aurigan? Nee. Wovon hat er denn den Druck da? Dann müssen wir da eine Trense haben. Ja, klar. Und Sattel. Hier ist alles abgebröckelt. Siehst du das? Hier unten. Ja. Keine Legierung mehr rein, da kriegst du Nickel rein. Und Nickel geht ihnen sofort auf die Nerven. Wenn die Dinger ein Jahr alt sind, schmeißt sie weg. Einmal antraben. Der Rücken ist wieder in Ordnung. Doch meistens gibt es mehr als nur eine Krankheitsursache. Und zurück. Jawohl, gut. Hier Zähne machen lassen, ganz dringend. Ja. Habt auch jetzt eine Gelegenheit, hier ist gerade ein Pferdezahnarzt zugange. Ja. Wenn du das willst, kann ich da mit dir rund gehen. Ja, das wäre gut. Den mag der brillant. Sattler, Schmied, Dentalpraktiker. Sie alle sind am Hoftag vor Ort und bieten auf Wunsch eine Rundumbehandlung für die Vierbeine an. Bleib mal ganz ruhig. Wo geht oben links ist das? Zahnspezialist Fritz Rosenberg macht sich an die Arbeit, mit vollem Körpereinsatz. Ja, das Pferd mal mit der ganzen Hand ins Maul fassen. Assistent Stefan steht ihm seit 17 Jahren zur Seite, auch privat. Ach, klappt eigentlich ganz gut. Hier wollen wir eben den Mundgeruch so ein bisschen wegmachen. Stefan riecht ja auch letzte Zeit ein bisschen strenger aus dem Mund. Da kann ich dir gleich assistieren. Ja, genau, besser, glaube ich. Tammes Frau Carmen ist mit dem Männerteam gut befreundet. Da macht allen die Arbeit gleich doppelt Spaß. Da sagt er immer, den ganzen Vormittag habe ich gebügelt. Und was sehe ich? So ein kleines Körbchen Buntes. Das ist das alles. Aber von den Oberhemden, das spricht er nicht, weißt du? Hör mir auf, hast du mir mal... Du hast den Vorteil, ja, du brauchst keine Zelte bügeln, so wie ich. Ne? Ja, das ist natürlich der Vorteil, das stimmt. Du, aber ein schlankes Reh ist er auch nicht. Das ja, das ist wohl wahr, aber mein Reh ist etwas breiter. Ja. Also ich bin ja wirklich wohlgeformt. Das ist schon eine andere Kategorie. Hältst du das bei ihm fest, Ruth? Das ist nett. Dann. Seit Jahren rede ich davon, dass ich eine Dampfbügelstation brauche. Ich bekomme keine. Da musst du aber noch sehr fleißig sein, Stefan, dass du so eine Bügelstation hier bearbeitest.
Ich werde dir helfen. Ja, ja. Ich werde dir ja mal dein Haushaltsgeld ein bisschen kürzen. Du fliegst mir über die Stränge. So. Zwei. Und eine noch. Sodass unser Pferd immer kräftig zubeißen kann. Wo ist denn meine neue Sonntagslampe, Stefan? Also du bist auch eine Haushaltslampe. Ja, die muss doch hier liegen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. So, schau mal. Jetzt kannst du mal schön in dein Pferdemaul reinschauen. Siehst du das? Hier ist ein richtiger Papageienschnabel, sagen wir dazu. Siehst du? Und gehst mal oben in diese Wangenwinkel, als wenn du oben deine Zehen hast. Dann merkst du, wie scharf die Haken sind. Und dann soll dein Pferd immer schön dressurmäßig gehen und... Würde ich auch nicht machen. Genau. Ruth und ihr Pferd werden versorgt. Und Tamme hat endlich Zeit für seine eigenen Pläne. Eine Kneipe für seine zahlreichen Gäste. Guck. Schon seit Jahren ein Wunschprojekt. So sieht's aus auf einer Baustelle. Hier wird mal was angeschafft, da mal, überall stapelt sich das. Und dann muss man sehen, wie man da irgendwie wieder Griff reinkriegt. Die Idee von der Kneipe ist mir eigentlich mal gekommen, wenn man das so ansieht, wenn die Leute im Winter kommen und frieren sich hier den Arsch ab. Krass gesagt. Dass sie einen schönen kleinen Aufenthaltsraum haben hier und dann kann man jemand eine Tasse Kaffee kochen oder was und dann fertig. Da sitzen die Leute warm. Ah, moin Freddy. Morgen. Wie sieht's aus? Gut. Ist wieder am Basteln? Ja, macht das schon gut. Wenn wir das jetzt hier rechts und links noch ausschäumen, dann drückt das nachher noch zusammen. Und dann hast du hier eine ganz stabile Extrawand. So ein Flaschenregal ist so was Traumhaftes, oder? Ja, ja. Das oben hin. Ja. Ab hier oben kommt all das, was lecker ist. Ja, ja, da, nur wo du rankommst. Charlotte, wo ist Reni? Wo ist Reni denn? Wo ist Reni? Ein Winseln lässt Tamme aufhorchen. Hat sich Hündin Reni hier verkrochen? Seit gestern Abend ist sie spurlos verschwunden. Wo ist sie denn? Da? Jetzt muss ich das jetzt aufmachen, ne? Letzte Woche erst hatte der Tierarzt bestätigt, dass Reni Welpen erwartet. Ah, nun guck ihm an, ganzer Kindergarten. Freddy? Ja? Ich hab sie gefunden. Bring du mal ein bisschen Licht mit. Oh. Hast du was? Ja? Ja, den Strahler, den tun wir hier. Ja. Guck dir das ihm an. Jetzt wollen wir jetzt mal Babys bekommen. Ach, nee, oh nee, oh nee. Hallo, Reni. Da sind sie alle. Guck dir das hin, Mann. Hast du einen Feinstar gemacht hier, du? Junge, 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 Junge. Nun, guck dir das hin, Mann, was wir hier geholt haben. Geil. Eine kleine Kuh, um Himmels Willen. Eine kleine Kuh. Und die Tante Charlotte macht sie sauber. Ist sie lieb? No. Oh, 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 oh. Ich glaube, du bist schon krank. Ich habe gar keine Augen. Ein Mädel. Schon wieder. Ein kleines Mädel. Ganz fein. Und loslassen. So. Die hält sich am Kitt fest. Ein Junge mit dabei. Ist auch deine Verwandtschaft. Da liegt leider auch noch ein Todes im Nest. Das nehme ich jetzt gleich mit weg. So feine Reni, du hast die schönsten Junge der Welt. Jawohl, so eine liebe Mama. Guck mal, den nehmen wir dir jetzt mit weg, nicht? Guck mal, einer ist tot. Ja, das ist das Leben. Kann nicht alles rundlaufen im Leben. Kleiner Rüde. Du, wenn die Hunde die Junge kriegen, da kann leicht mal was schief gehen. Ja, also das Beste ist raus, dass die Mama gesund ist. Ja, die haben schon wieder Hunger. Reni holt sich gut was zu fressen bei uns und gibt den Kleinen ordentliche Milch. Und dann haben wir in 10 Tagen ein paar Rabauken, die anfangen, das Nest zu verlassen. Und uns alles wegschleppen, was in den Nagel fest ist. Kleine Hunde, immer Terror, ist alles weg. Aber na ja. Immer mehr Hilfesuchende trudeln auf dem Hankenhof ein. Heute sind auffallend viele Hunde da. Links und rechts, hinten.
Der Tierarzt, der meinte, das wäre Altersverschleiß, das wäre Arthrose. Nee. Wir haben noch eine Hündin, ne? Die haben wir mal aus dem Internet geholt, aber die ist so verfressen. Die ist unwahrscheinlich dick, ist die und so. Ne? Wir hängen an denen, weil meine Frau ist früh gestorben, früher und alles. Und das letzte Andenken und so. Ne? So, den Großen einmal laufen lassen. Tammes Auffahrt wird zum Laufsteg für große und kleine Vierbeiner. Einmal traben. Einer nach dem anderen muss dem Knochenbrecher sein Wehwehchen vorführen. Der erkennt die Härtefälle auf den ersten Blick. Das ist Ihr Bild. Wo alt ist Ihr Hund da? 10. Junge, immer ein bisschen so, wie er gerne will, wie er kann. Gut, den müssen wir ganz erforschen. Also sie hat Probleme mit der Wirbelsäule. Also wenn man sie irgendwie hochnimmt oder so, dann fängt sie ganz stark an zu quieken und das tut ihr eigentlich ziemlich weh. Und mir tut das auch selbst irgendwie weh, dass sie so leidet. Ob Hengst oder Pudel, für die Menschen, die hier auf Hilfe warten, gehören ihre Tiere zur Familie. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber sie ist irgendwie mein kleines Baby. So. So, siehst du wohl, eine Locke. Dann lauf du da mal dem Eimer mal mit hin und her, dass wir auch sehen, was dein... Sie läuft, aber sie läuft nicht rasant. Große Schritte machst du nicht. Die wie eine Nähmaschine geht die drum. Also wenn man sie hochnimmt, dann quietscht sie ganz laut und dann schreit sie auch ziemlich. Und manchmal ist es dann so doll. Kopf festhalten. Ja. Immer den Kopf mit festhalten, weil ich nicht so ganz lieb sein kann mit dem. Ich weiß nicht. Das sagen die alle. Kleine Mädchen sagen erst auch immer knutschen wie ekelig und fangen da trotzdem mit an. Ich glaube nicht, dass ein Hund groß was im Rücken hat. Danach sah das nicht aus. So, Locke, jetzt wollen wir erst mal gucken, ob wir deine Frisur durcheinander bringen. Tamme sortiert Wirbel für Wirbel neu, um Pudel Pemmi wieder auf die Sprünge zu helfen. Der wird gleich einen ganzen Gang schwerer, schlatter. Gib euch gleich was mit für den kleinen Burschen. Was hat sie denn? Die sind nur kleine Blockaden von Hebenerven. Das kommt, die hatte hinten die Füße so derartig versprungen. Mhm. Und das linke Knie, dass der gar nicht kommt mehr für ihn. So, lauf mal. So, jetzt einmal hier, Vollgas, einmal hoch und runter. Das sieht gut aus. Ich hole dem was und schreibe dem was auf, was du dem gibst, dass der Hund in sich ein bisschen flotter wird und stabiler von Füßen. Ne? Das ist ein Sesselpupser, ne? Nach dem Sessel zu Hause. Ja. Irgendwas hinlegen, dass er die 2-3 Tage nicht so tief springen muss. Der kommt hier immer mit rein, hier ist wärmer. Ab und zu kommt es vor, dass auch Zweibeiner Schieflage haben. Für Opa Hanken ist es nichts Neues, wenn sein Sohn auch mal bei einem Freund der Familie Hand anlegt. Also ich muss sagen, vorher konnte ich diesen rechten Arm nur bis hierhin hochheben. Jetzt kann ich ihn entschieden höher heben. Zeichen nochmal. Ich kann hier hinter, ich kann mich wieder kämmen, was ich vorher nicht machen konnte. Aber Seite legen. Heiko Wittpen hat Schmerzen im Fuß, kann kaum auftreten. Guter Anfang, rechts. Andere Seite. Jetzt heißt es tapfer sein. Der Knochenbrecher geht okay, ans Werk. Die Geräusche sind klasse. Das ist ein richtiger Chiropraktiker. Oh, bei diesen Geräuschen, da weiß ich doch, dass der Patient noch Leben hat. So, jetzt bewege ich dich. So, ich danke dir. Wenn der Körper nicht im Fluss ist, kann dein Fuß auch nicht abrollen. Ja, ich verstehe. Ist logisch, ne? Jo, ich verstehe. Du hast recht. Ich bin recht, von Not. Ich kann wieder laufen. Ich hab den Schmerz weg. Ja, hier kam neulich ein junger Mann raus und der liegt da draußen rum. Reiß die Arme hoch und auf einmal schreit er. Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Jetzt kann ich wieder laufen, jetzt kann ich wieder laufen. Wieso? Ja, seht ihr es nicht, ich kann wieder laufen. Wieso kannst du wieder laufen? Ja, sie haben mein Fahrrad geklaut. Aha. Woher Tamme seinen Sinn für Humor hat, wäre also geklärt. Und woher kommt seine Gabe, Nerven zu fühlen? Manche nennen es ein Wunder. Tamme sieht das anders. Wunder ist für mich,
dass wenn man morgens einen Glühwein trinkt und den abends reichlich genossen hat, dass er morgens schon wieder schmeckt. Das ist ein Wunder. Aber vom Wunder Heilung und sowas, da halte ich gar nichts von. Zu dieser Sparte gehören wir nicht. Bei uns ist es kein Wunder, wir wissen, was wir tun und das hilft und Schluss. So einfach ist das. So, jetzt ist aber erstmal genug über Wunder philosophiert. Für heute ist Feierabend auf dem Hankenhof. Und weil auch ein XXL-Ostfriese ab und zu ein bisschen verwöhnt werden muss, hat Tame am frühen Abend noch einen Termin, bei dem es mal nur um ihn geht. Ein Besuch in seinem Stammfriseursalon Kleen. Klar, hier kennt wieder jeder jeden und einen besseren Platz für den neuesten Dorfklatsch gibt es auch nicht. Tame ist seit Jahren treuer Kunde und begibt sich entspannt in die Hände der Kleen-Damen. Tja, das gefällt dem Knochenbrecher. Aber vorm Schneiden gibt's noch einen Personalwechsel. Da lässt Hamme nur Chefin Wilma ran. Das musst du schön machen, dass meine Langzeitverlobte mich wiederkennt. Ja, gut. Wilma ist doch die einzigste Friseurin, die das raus hat, dass ich eine gesunde Gesichtsfarbe kriege. Sie bindet mir das Lätzchen so stramm um. Im Moment auch so ein bisschen trocken, das Haar. Weil ich habe trockenes Haar? Ja. Und ich trinke doch schon so viel. Ja. Ich schneide mir die Haare ja nur so kurz, dass ich keine Gewichtsprobleme habe. Ach so. Tom ist eigentlich sehr eitel und er legt eigentlich sehr viel Wert auf seine Haare. Er gibt das nur nicht so zu. Frauen sind manchmal nicht so eitel wie Tom. Von wegen. In Kleens Salon kommt man schließlich, um sich mal richtig aufhübschen zu lassen. Und der XXL-Ostfriese ist auch heute wieder sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also in Ostfriesland ist es, glaube ich, sowieso. Die Leute bleiben bei ihrem Stammfriseur, bis er dodo umkippt oder die Leute. So sieht's aus. Aber jetzt ab nach Hause, denn da wartet Tames bessere Hälfte Carmen, mit der er jetzt seit 5 Jahren verheiratet ist. Wir kommen immer als Letzte da an. Das ist doch was für ein Arsch. Wenn du nicht fertig wirst? Ja, wie ich Tame kennengelernt habe. Ich hatte ein Pferd, was nicht fit war. Das war offensichtlich im Rücken verrenkt. Und ich konnte niemanden finden, der dem Pferd hilft. Carmen kam nicht in mein Leben, sie lahmte in mein Leben. Meine Mutter hatte Tame im Fernsehen gesehen, bei der Johannes B. Kerner Show. Die kam mit ihrem Gauland, war platt wie eine Flunder. Ja, ich habe, als wir zusammengesessen haben, habe ich natürlich erstmal nach meine Güte, also groß war ja schön und gut, aber... Dann haben wir Pingel getrunken. Ich guck Menschen in erster Linie in die Augen und die Augen, die hatten es mir dann doch irgendwo direkt angetan. Und was denn heute meine Carmen ist, ihr erster beschwerlicher Weg war auf allen Vieren ins Hotelzimmer. Ja, und dann hatten wir für nächsten Morgen dann einen Termin vereinbart und mein Pferd anzugucken. Morgens hat sie aber als einzigste die Kurve zu mir zum Frühstücken geschafft, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und dann wusste ich schon mal, oh, die hält was aus. Mein Pferd war eigentlich auch innerhalb von ein paar Minuten fit, wie das halt so bekannt ist, vom Hoftag auch und überhaupt von seiner Art und Weise zu arbeiten. Wie das Pferd so an mir vorbei lärmte, wusste ich sofort, das ist auch eine wilde Maus aus dem Rheinland. Sind ja alles nur Weintrinker, so ganz klar, aber... 3 Wochen später ungefähr habe ich gedacht, nee, probier es halt nochmal aus, um dir klar zu werden, wie und was. Und habe halt angerufen, mein Pferd wäre noch nicht in Ordnung. Und wie sie dennoch 2-mal wiederkam mit dem lahmen Gaul, der nicht mehr lahmte, da was passiert. Er sagte, ja, das Pferd ist eigentlich so ganz in Ordnung. Ich gucke aber noch mal eben nach und habe dann gesehen, wie er mit Opa ein paar Worte wechselte. Steht unser Opa neben mir und dann sagt der Kerl, sagte, da geht nicht mehr ums Pferd. Und wir gucken da so die Straße runter. Dann sagt er, nee, weißt du was? Führ das Pferd noch mal. Wir gucken dann noch mal genau, wenn du meinst, da ist irgendwas nicht richtig gut in Ordnung. Pferd war kerngesund. Frau war verliebt. Und dann ist er hingegangen und sagte, ja, dann kannst du halt mit zu mir kommen. Hast du denn ein Gästezimmer?
Nö, sagt er, sowas haben wir in Ostfriesland nicht. Ja, ich denke, okay, eine Couch oder so wird er wohl haben. Die ist einfach hier geblieben. Woche für Woche ist sie mit dem Auto angebrackert gekommen und hat sich so langsam, dass ich es fast nicht gespürt habe, ausgeweitet. Ein, zwei, drei verblieb die nicht nur in ihrem Bett, die waren ja auch dauernd schon in meinen. Also alles, was ich hatte und was mir noch blieb, wurde schon mal wieder geteilt. Ja, die Idee, dass es bei ihm gefunkt hatte, hatte ich eigentlich von Anfang an. Eigentlich dachte ich mir, wäre schlecht oder ich hätte Hunger und dabei war ich verliebt. Ist ja nicht romantisch. Wo sind denn meine Schuhe, Carmen? Ja, komm, gib Gas, bist du denn verrückt geworden? Ja, da kommen sie doch. Ja. Klasse Vibe. Heute Abend findet in Filsum der Reiterball statt. Das Ereignis des Jahres. Tamme Hanken und seine Freunde dürfen da natürlich nicht fehlen. Im Dorfgemeinschaftshaus werden die besten Reiter des Jahres geehrt. Danach soll auf der Tanzfläche die Post abgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, ich begrüße Sie hier recht herzlich zum Winterfest des Fahnenreitvereins Filsum. Was der Presseball in Berlin ist für die Politiker, das ist für uns Filsumer hier das Fahnenreitvereinsfest im Winter. Ich will hier aber keine großen Reden schwingen, sondern wir wollen heute Abend das Tanzbein schwingen. Herzlichen Dank. Die Paare stürmen aufs Parkett. Im Alltag bleibt nicht viel Platz für Zweisamkeit. Da werden Gelegenheiten wie diese prompt genutzt. Nur Carmen muss auf einen Ersatzmann zurückgreifen. Tamme erweist sich mal wieder als Tanzmuffel. Hey, hey, hey. Guck mal rüber, der tanzt, als wenn er ein lahmes Bein hat. Carmen und Fritz sind auf der Tanzfläche ein eingespieltes Team. Der Zahnexperte springt nicht zum ersten Mal für Tamme ein. Ich hab Carmen das natürlich bei ihm gedacht. Das müssen wir gleich auch nachmachen, ne? Anke ist eine alte Bekannte. Sie kennt Tammes große Klappe und weiß, dass seiner Tanzprahlerei selten Taten folgen. Mit dir tanze ich ein Tango. Es ist mit euch Frauen immer scheiße, wenn wir zum Ball gehen. Statt dass wir uns in Ruhe eine flammen können, brezelt ihr euch auf, dass ihr auch die Mackers verrückt macht. Da geht überhaupt nicht. Ja, Tamme Hang, der ist für einen guten Ruf von Filsum bekannt, muss man schon sagen. Wir haben ihn beim Fahrradverein auf allen Turnieren, ist er immer da dabei und er sorgt da für Ordnung. Und er hat immer das richtige Feingefühl, wenn das so ist, muss ich sagen. Und wenn jemand Probleme hat mit seinem Pferd, sofort Tamme muss er. Wer so berühmt ist, hat natürlich einen Ruf zu verlieren. Als der Saal ins Schunkeln gerät, lässt auch Tamme sich mitreißen. Er hofft, in der Masse unterzugehen, aber das kann er wohl vergessen. Der XXL-Ostfriese ist nicht zu übersehen. Je später der Abend, desto gelöster die Stimmung. Zu einem romantischen Tänzchen mit Carmen kann Tamme sich jedoch partout nicht durchringen. Immer wieder spielt Fritz den Gentleman. Doch wie kriegt man Tamme auf die Tanzfläche? Stefan versucht es auf seine Art. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Tänzer wäre, dann hätte ich nicht diese Figur gehabt.
Um Stefans Avancen zu entfliehen, traut sich Tamme dann doch. Allerdings nicht mit Carmen, sondern Anke darf mit dem XXL-Ostfriesen aufs Parkett. Doch Kumpel Fritz klatscht einfach ab. Ich habe so eine flotte Frau, die lasse ich gerne erst mal von den anderen müde machen, bevor ich mir sie denn selber greife. Der nächste Morgen auf dem Hankenhof. Während sich Opas Hunde im Misthaufen ihr Frühstück suchen, schmiert Carmen schon fleißig Wurststullen. Denn heute gibt es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. Der Knochenbrecher hat alle Kinder der Nachbarschaft zum Pony-Stretching-Kurs eingeladen. Ja, heute Morgen war das etwas schwierig, Tamme wieder aus dem Bett zu kriegen, weil so Dinge wie 7, 7:30 aufstehen, das geht eigentlich gar nicht. Dann habe ich ihn gerufen und habe gesagt, Tamme muss jetzt aufstehen. Ja, ich komme sofort. Oh, ich denke, super, was soll das denn jetzt werden? Ich muss jetzt los, die Pferde füttern, die Brötchen holen und alles. So, wer von euch hat Schiss vom Pony und wer nicht? Aber es hat geklappt, er ist gekommen. Das fand ich schon mal gut. Dann wollen wir gleich mal loslegen mit den Kindern. Wir haben heute Stretching-Programm. Für die Ponys heißt das Abmarsch zum Frühsport. Aber vorher müssen sie noch verwöhnt werden. Und jetzt geht das los. Einmal putzen und bürsten bitte. Das bringt den Kreislauf in Gang. Und die Ponys können sich schon mal an ihre kleinen Fitnesstrainer gewöhnen. Geh da mal fest mit der Bürste rüber. Sollt mal gucken, ob ich eine kleinere Bürste für dich habe. Ja. So, jetzt müsst ihr alle aufpassen. Wir stellen uns mit den Ponys mal so kleinen Halbkreis. Kriegen wir das? Also er ist riesig und hat Hände wie Mülleimerdeckel, Füße, die im Übergrößen sind, so richtig lang, so lang wie ein Brett. Und er hat einen runden Bauch. Kann sich schon vorstellen, er hat einen Medizinball runtergeschluckt. Alle helfen euch gleich mit, den Pony festzuhalten. Jetzt nehmen wir das Bein von dem Pony, so. Und dann biegt ihr den unterm Bauch dahin. Und dann zieht man den hoch hierher und anschließend so gerade raus. Habt ihr es begriffen? So, jetzt probieren wir das mit den anderen Ponys mal. Ich habe als Hobby diese Zwergponys, die sich sinnlos vermehren. Und Carmen hat da ein Ding draus gedreht, dass die Ponys zu gebrauchen sind. Bis vor einem halben Jahr habe ich nur Schimpfe gekriegt wegen dieser kleinen Dinger. Sind auch kleine Mistficken, die machen nichts wie Blödsinn. Brechen aus und überall. Und jetzt mit den Kindern einmalig. Und die Mütter, die wollen ja alle fleißig sein, so wie diese jungen Mütter hier. Die wollen jetzt hier noch alle wieder Babys dazu machen, weil die Ponys sich weiter vermehren. Na, der Bäcker sagt auch, in einer Hitze zwei Brot, das ist immer gut. Jetzt versuchen wir mal, wie hoch der kommt. Ui, Donnerchen, guck mal. Ja, das ist ja spitzenmäßig. Super, ne? Toll. Ja, Tamme, wir haben ja gestern gefeiert und er ist ja richtig gut drauf heute Morgen. Und er kann ja super mit Kindern umgehen. Er erklärt ihnen das ausgiebig und hat Geduld mit den fremden Kindern. Schade, dass er keine eigenen hat. Ich glaube, die hätten es sehr gut mit ihm. Guck dem, hier an der Seite ist eine Halsfalte unter der ganz dicken Mähne. Siehst du das? So, und dann nimmt man das Gesicht und dreht. Da geht er hin. Hast du gesehen? Das nennt man ein Stretchen. Schön locker machen. Pony muss bis nach hinten gucken können. Die Kinder müssen Kinder bleiben. Die Kinder finde ich auch klasse, wenn die am Weihnachtsmann glauben. Die hier sind, denen erzählen wir dann kleine Geschichten. Oder die parken Brot abends auf der Fensterbank, wenn der Nikolaus mit seinem Pferd vorbeikommt.
Ja, morgens hat dieses Pferd natürlich alles weggefressen, ist ganz logisch. Also wird am nächsten Tag wieder was hingepackt. Und genau diese kleinen Träume müssen wir den Kindern erhalten. Und hier mit dem Pony spielen, ohne dass da irgendwo eine ehrgeizige Mama hintersteht, die sagt, du musst jetzt reiten, du musst jetzt schon schön in Reitklamotten. Hier können die von Indianer und Cowboys träumen und können mit den Ponys kuscheln oder können damit herumspielen und sie putzen, bis kein Haar mehr drauf ist. Es ist alles egal. Wir lassen die einfach so gewähren, wie sie sind. Im Spiel die Kindheit erhalten und doch was beibringen. Das ist das A und O. Schaffst du das? Komm her. So, da drückst du rein. Und jetzt mit dem Kopf. So, halt, muss weiterlaufen. So. Spitzentechnisch. Die Kinder gehen Tamme kaum bis zum Bauchnabel. Doch Angst haben sie vor ihm nicht. Der Knochenbrecher, ein sanfter Riese. So, jetzt muss ich schmusen. Ja. Jetzt läufst du rückwärts. Super, toll. So, der Pony kann auch knutschen. Opa, komm, hier habe ich einen Apfel für dich. Komm. Brauche ich nicht. Musst du haben, das ist wie ein Jungbrunnen, so ein Bostock für dich. Ja, die haben ja schon, komm. Ja, nee, du lauf, hol ab, mach ich gar nicht. Nee, zur Belohnung gibt es eine Spezialität. Ja. Original ostfriesische Bratäpfel. Oh, Opa hat ja richtig scharfe Messer. Opa ist ja auch Schlachter. Also, da an dich. Schlachtet böse Mädchen. Ja, das glaube ich nicht. Ich hab's auch hier einfacher. Abends gebe ich diese Kinder, denen ich ein paar kleine Tricks beigebracht habe, wieder bei den Eltern ab, die dann große Freude haben mit ihren Sprösslingen zu Hause. Neulich sah eine Mutter zu mir, was wir in 4 Jahren rein gearbeitet haben, hast du in 2 Tagen rausgekriegt. Aber es muss so sein. Mittags machen sich Tamme Hanken und sein Kumpel Stefan Wiewel auf den Weg zu einem Notfall nach Lüneburg. Weißt du was? Manchmal vermisse ich das, wenn ich so unterwegs bin. Frühstück gehört ans Bett. Jo. Ja. Und jetzt soll ich dir das bringen dann? Jo. Ich liebe es morgen, ein Glas Rotwein zu trinken, mit 2 roten Eiern drin zu Schaum gerührt, einen Löffel Zucker. Das ist so gesund, das glaubst du nicht. Rotwein mit Eier und Löffel Zucker. Das ist die reinste Bluttransfusion. Diana Erdmann von der Wildtierauffangstation Lüneburg hat Tamme kurzfristig um Hilfe gebeten. Ein verletztes Reh soll eingeschläfert werden, wenn Tamme es nicht retten kann. Ich habe heute Morgen ein Rehkitz bekommen in die Station. Das ist vor einer Woche angefahren worden. Es ist bei einer Tierärztin untergebracht gewesen und jetzt zu mir gebracht worden. Sie sagte, die ersten Tage stand es noch und dann ist es nicht mehr hochgekommen. Da, wo sie es verbunden hat, ich habe es auch noch nicht aufgemacht, da ist eine Fraktur. Ja, da werden wir dann auch nicht dran schmeißen. Du komm mal zur Seite, komm, mein Schatz. Ich weiß, dass Rehe weinen können, das weiß ich, mein Schatz. Also die schreien. Da bist du denn für ein Lötchen? Schmusen willst du auch wohl, nicht? Ich merke das wohl. Oh nein, ist halt auch fein. So, jetzt pass mal auf. Locker. Das war der Hals. Vorne anheben, ich nehme hinten. Das sind die Prellungen. Ja. Aber wenn der Hals so durcheinander ist, dann verliert er natürlich die ganze Balance. Zum Hinterteil. Der kann gar nicht gehen. Mhm. Also ich bin der Meinung, das Tier hat schräg von vorne einen Schlag gekriegt. Hals und das stimmt wieder. Und die sind Prellungen, Rückenmarksprellungen. Mhm. Die können durchaus ein paar Monate ein Kribbeln verursachen. Ja, das war doch nicht schlecht. Das wird doch nicht schlecht. Also normalerweise haben diese Tiere bei Autounfällen überhaupt gar keine Chance.
Also selbst bei einer Fraktur, die so wieder zu richten wäre, ist der Pflegeaufwand einfach nicht so, dass das Reh das überstehen würde. Die sind viel zu panisch. Und sie ist, ja, abgesehen davon, dass sie echt nicht sterben will, ist sie relativ ruhig. Und ich denke, das kann man vertreten, ne? Wenn die Prellungen raus sind, bin ich davon überzeugt, dass sie wieder zu Gange kommen kann. Ja, schön. Hallo. Das Reh darf weiterleben. Tamme empfiehlt Diana Erdmann noch etwas zum Aufpäppeln. Und schon geht es weiter zum nächsten Sorgenkind. Pitou-Esel Pierre. Er hat immer große Schwierigkeiten gehabt mit dem Laufen. Er hat irgendwie seine Füße gar nicht richtig koordiniert gekriegt. Er ist echt gestolpert, wie nichts Gutes. Und zwischendurch ist er auch einfach wirklich umgefallen. Ein bisschen lange Zehe dran, ne? Der Hufschmied kommt natürlich regelmäßig, aber er lässt echt nicht wirklich viel mit sich machen. Er hat um sich gebissen, gemacht, getan. Er war zwischendurch nicht zauberhaft. Also wir sind auch nur noch zu zweit rein dann, ne? Wollen wir sehen, ob es vom Rücken oder von der Halswirbelsäule kommt. Dafür müssen wir den aber einmal am Band haben. Ja, das kriegen wir hin. Kein Problem. Es nützt alles nichts. Tamme muss mit Pierre in den Nahkampf. Seine Taktik, raus aus dem Gehege, Trennung von Eseldame Marie. Gut, dass Stefan dabei ist. Gemeinsam müssten sie Pierre doch zähmen können. Oder? Ja, nun mal los. Schritt musst du jetzt gehen mit diesem so edlen Rosse. Oh, ihr seid auch ein paar Hübsche, ihr habt fast dieselbe Frisur. Wo wollt ihr hin? Ja, das nenne ich eselig. Sei lieb. Gott, sind die störrisch und puschelig. Ein widerwilliger Vierbeiner? Auch dafür hat der XXL-Ostfriese spezielle Methoden. Du musst Locke jetzt schön kraulen hier. Dann musst du sagen, hallo. Willst du dir deinen Fuß kriegen? Hey, Marie, du bleibst da. Marie, hi. Hallo. Knack. Leere Frechchen hier. Lehn. So, ist gut. Pass auf, der beißt auf und mal. Den halt ihn schön fest. Vorsicht. So, zum Schatz. Weil ein Esel hat das Gelenk, ein Esel hat das Gelenk anders. Der schlägt ganz bis vorne hin, beim Aufheben des Beines schon. Verstehst du das? So, halt fest. Du musst ja gucken, was er macht. So. Wir kommen mit einer Asp. Vorsicht. Ich muss immer weg sein. Halt ihn noch mal ein bisschen fest. Wir gehen jetzt essen. Ja. Sag mal, wieso bist du so störrig? Pierre, der hat die Augen wie deine Charlotte. Noch einer. Jetzt rückwärts. Ist gut, rein in die Weide. Seine Nervenblockaden ist Pierre los. Nun muss er nur noch zur Pediküre. Aber das erledigt ein Schmied. Diana Erdmann ist froh, dass der Knochenbrecher ihren Schützlingen so schnell helfen konnte. Für heute sind alle versorgt. Nach einem harten Arbeitstag steht Tamme und Stefan jetzt der Sinn nach Zerstreuung. Ab in die große Stadt. Ein Bummel über den Hamburger Dom ist genau das Richtige. Auch für ihre leeren Mägen. Seit Stunden haben die zwei Ostfriesen nichts gegessen. Auch keine Angst, ob sie dick wird, oder? Tamme und Stefan mögen's deftig. Da ist es hier wie im Paradies. So, zwei Bratwurst. Ein ordentliches Würstchen. Weißt du was? Das ist jetzt der Anfang, bis wir uns hier richtig durchgenagt haben. Geil, wa? Tamme und sein Kumpel Stefan versuchen gar nicht erst, sich in die engen Sitze der Fahrgeschäfte zu zwängen. Gemütlich von Wurstbude zu Wurstbude schlendern, liegt ihnen sowieso viel mehr. Kopfüber im Kreis fahren sollen doch die anderen. Wir sind bekloppt. Ist ein Ding. Oh no. Guck dir den
Lusche. Der hat gekotzt, hast du gesehen? Hau den Lukas. Schon eher was für den XXL-Ostfriesen. Aber erst dürfen die Kleinen ran. Hey, hey, hey. Hallo. Hier, da kriegst du die Rose. Verlängerung. Komm her. Zeig mal hier, was du für Muskeln hast. So, Mann. Und endlich darf auch der Knochenbrecher zeigen, was er kann. Wieso fliegt der Zwerg da noch nicht weg? So. Und du, da gehen wir mal rein. Da lassen wir uns mal wahrsagen. Da fliegen wir mal weg, ob das hier rein. So, da kommen wir mal drin. Bei der Wahrsagerin Röslein Rosa kann man für 20 Euro einen Blick in die Zukunft wagen. Hallo. Jetzt wollen wir uns mal die Zukunft ein bisschen anschauen, was so los ist und passiert. Genau. Soll ich alles sagen? Auch wenn etwas Negatives dabei ist? Ja, man muss ja alles wissen, das nützt ja nichts. Wunderschöne Karten. Das sind Zukunftskarten und man sieht, dass der Berg aufsteigt, dann sagt in deinem Beruf, gehst du auf. Man sieht, dass du aufsteigst in deinem Beruf hier. Das klingt schön. Ja. Im Herzen bist du noch nicht so glücklich, wie es sein müsste. Über die Liebe. Ja, man sieht sich selten. Nicht? Das ist so. Ja. Man sieht, dass du in deinem Beruf viel unterwegs bist. Hier. Richtig. Ja. Zu kämpfen hast du auch. Deine Nerven brauchst du für deinen Beruf. Nerven Energie. Braucht man. Nerven ja. Und ganz Energie. Starke Energie. Das stimmt. Aber das Glück steht dir zur Seite. Und in deinem Beruf stehst du auf eigene Füße. Und du machst deinen Beruf mit Herz. Mit ein großes Herz. Und man sieht hier wieder, dass du auch in deinem Beruf mit etwas zu tun hast, was dir manchmal sehr leid tut im Herzen. Oft. Sehr oft sogar. Mit treuen Menschen und mit treuen Tieren hast du zu tun. Das hier ist dein Arbeitshaus und das sind die Tiere, die, der Hund sagt immer die Treue aus. Das sind aber auch treue Menschen, aber auch treue Tiere. Das klingt sehr gut. Darf ich bitte deine Hand mal sehen? Wunderschöne Linien, sehr schöne, ausgeprägte Linien. Das ist deine Lebenslinie, ja? Man sieht, dass sie sehr lang ist. Also du wärst steinalt, sag ich so mal. Jetzt verrat mir, was du machst. Beruflich. Bei uns in Ostfriesland nennt man meinen Beruf Knochenbrecher. Klingt gemein, aber ich habe mich spezialisiert, um Mensch und Tier zu heilen. Chiropraktik, Homöopathie, alles gehört dazu. Von Entgiftung bis, wie man alles. Also könntest du jetzt auch bei mir etwas machen? Da gehe ich von aus. Aber nicht meinen Hals brechen. Nein, aber ich sehe es vom Sitzen her. Die rechte Schulter hängt, ja. Links im Rücken unten Probleme. Mhm. Hast du schon richtig gesehen. So. Wahrsagen mit bloßem Auge, ohne Hand und Karten. Das hat Röslein Rosa noch nicht erlebt. Sie bleibt verblüfft in ihrem Wohnwagen zurück, während Tamme und Stefan typisch ostfriesisch den Abend gemütlich ausklingen lassen. Und nächste Woche beim XXL Ostfriesen. Schau mir in die Augen, Kleiner. Augendiagnostik beim Zuchtbullen. Dann hoch, ganz gestreckt und hoch. Jetzt mal mit. Außerdem, Achtung, der Knochenbrecher kommt. Tamme als Straußeneinrenker. Komm mal her, du kleine Maus. Und die Freezers und die Friesen. Der Knochenbrecher als Eishockey-Maskottchen. Muss ich sagen. Und wenn jemand Probleme hat mit seinem Pferd, sofort Tamme muss her. Wer so berühmt ist, hat natürlich einen Ruf zu verlieren. Als der Saal ins Schunkeln gerät, lässt auch Tamme sich mitreißen. Er hofft, in der Masse unterzugehen, aber das kann er wohl vergessen. Der XXL-Ostfriese ist nicht zu übersehen. Hey, 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 hey. Yes,
jetzt sind wir alle da. Und dann die Hände zum Himmel, dann lasst uns fröhlich sein. Wir klatschen zusammen. Je später der Abend, desto gelöster die Stimmung. Zu einem romantischen Tänzchen mit Carmen kann Tamme sich jedoch partout nicht durchringen. Immer wieder spielt Fritz den Gentleman. Doch wie kriegt man Tamme auf die Tanzfläche? Stefan versucht es auf seine Art. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Tänzer wäre, dann hätte ich nicht diese Figur gehabt. Um Stefans Avancen zu entfliehen, traut sich Tamme dann doch. Allerdings nicht mit Carmen, sondern Anke darf mit dem XXL-Ostfriesen aufs Parkett. Doch Kumpel Fritz klatscht einfach ab. Ich habe so eine flotte Frau, die lasse ich gerne erst mal von den anderen müde machen, bevor ich mir sie denn selber greife. Der nächste Morgen auf dem Hankenhof. Während sich Opas Hunde im Misthaufen ihr Frühstück suchen, schmiert Carmen schon fleißig Wurststullen. Denn heute gibt es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. Der Knochenbrecher hat alle Kinder der Nachbarschaft zum Pony-Stretching-Kurs eingeladen. Ja, heute Morgen war das etwas schwierig, Tamme wieder aus dem Bett zu kriegen, weil so Dinge wie 7, 7:30 aufstehen, das geht eigentlich gar nicht. Dann habe ich ihn gerufen und habe gesagt, Tamme muss jetzt aufstehen. Ja, ich komme sofort. Oh, ich denke, super, was soll das denn jetzt werden? Ich muss jetzt los, die Pferde füttern, die Brötchen holen und alles. So, wer von euch hat Schiss vom Pony und wer nicht? Aber es hat geklappt, er ist gekommen. Das fand ich schon mal gut. Dann wollen wir gleich mal loslegen mit den Kindern. Wir haben heute Stretching-Programm. Für die Ponys heißt das Abmarsch zum Frühsport. Aber vorher müssen sie noch verwöhnt werden. Und jetzt geht das los. Einmal putzen und bürsten bitte. Das bringt den Kreislauf in Gang. Und die Ponys können sich schon mal an ihre kleinen Fitnesstrainer gewöhnen. Geh da mal fest mit der Bürste rüber. Sollte mal gucken, ob ich eine kleinere Bürste für dich habe. So, jetzt müsst ihr alle aufpassen. Wir stellen uns mit den Ponys mal so kleinen Halbkreis. Kriegen wir das? Also er ist riesig und hat Hände wie Mülleimerdeckel, Füße, die im Übergrößen sind, so richtig lang, so lang wie ein Brett. Und er hat einen runden Bauch. Kannst dich schon vorstellen, er hat einen Medizinball runtergeschluckt. Alle helfen euch gleich mit, den Pony festzuhalten. Jetzt nehmen wir das Bein von dem Pony, so. Und dann biegt ihr den unterm Bauch dahin. Und dann zieht man den hoch hierher und anschließend so gerade raus. Habt ihr es begriffen? So, jetzt probieren wir das mit den anderen Ponys mal. Ich habe als Hobby diese Zwergponys, die sich sinnlos vermehren. Und Carmen hat da ein Ding draus gedreht, dass die Ponys zu gebrauchen sind. Bis vor einem halben Jahr habe ich nur Schimpfe gekriegt wegen dieser kleinen Dinger. Sind auch kleine Mistficken, die machen nichts wie Blödsinn. Brechen aus und überall. Und jetzt mit den Kindern einmalig. Und die Mütter, die wollen ja alle fleißig sein, so wie diese jungen Mütter hier. Die wollen jetzt hier noch alle wieder Babys dazu machen, weil die Ponys sich weiter vermehren. Na,
Der Bäcker sagt auch, in einer Hitze zwei Brot, das ist immer gut. Jetzt versuchen wir mal, wie hoch der kommt. Ui, Donnerchen. Guck mal. Ja. Das ist ja spitzenmäßig. Super, ne? Toll. Ja, Tamme, wir haben ja gestern gefeiert und er ist ja richtig gut drauf heute Morgen. Und er kann ja super mit Kindern umgehen. Er erklärt ihnen das ausgiebig und hat Geduld mit den fremden Kindern. Schade, dass er keine eigenen hat. Ich glaube, die hätten es sehr gut mit ihm. Guck dem, hier an der Seite ist eine Halsfalte unter der ganz dicken Mähne. Siehst du das? So, und dann nimmt man das Gesicht und dreht. Da geht er hin. Hast du gesehen? Das nennt man ein Stretchen. Schön locker machen. Pony muss bis nach hinten gucken können. Die Kinder müssen Kinder bleiben. Die Kinder finde ich auch klasse, wenn die am Weihnachtsmann glauben. Die hier sind, denen erzählen wir dann kleine Geschichten. Oder die packen Brot abends auf der Fensterbank, wenn der Nikolaus mit seinem Pferd vorbeikommt. Ja, morgens hat dieses Pferd natürlich alles weggefressen, ist ganz logisch. Also wird am nächsten Tag wieder was hingepackt. Und genau diese kleinen Träume müssen wir den Kindern erhalten. Und hier mit dem Pony spielen, ohne dass da irgendwo eine ehrgeizige Mama hintersteht, die sagt, du musst jetzt reiten, du musst jetzt schon schön in Reitklamotten. Hier können die von Indianer und Cowboys träumen und können mit den Ponys kuscheln oder können damit herumspielen und sie putzen, bis kein Haar mehr drauf ist. Es ist alles egal. Wir lassen die einfach so gewähren, wie sie sind. Im Spiel die Kindheit erhalten und doch was beibringen. Das ist das A und O. Schaffst du das? Komm her. So, da drückst du rein. Und jetzt mit dem Kopf. So, halt, muss weiterlaufen. So. Spitzentechnik. Die Kinder gehen Tamme kaum bis zum Bauchnabel. Doch Angst haben sie vor ihm nicht. Der Knochenbrecher, ein sanfter Riese. So, jetzt muss ich schmusen. Jetzt läufst du rückwärts. Super, toll. So, der Pony kann auch knutschen. Opa. Ein Besuch in seinem Stammfriseursalon Kleen. Klar, hier kennt wieder jeder jeden und einen besseren Platz für den neuesten Dorfklatsch gibt es auch nicht. Tamme ist seit Jahren treuer Kunde und begibt sich entspannt in die Hände der Kleendamen. Tja, das gefällt dem Knochenbrecher. Aber vorm Schneiden gibt's noch einen Personalwechsel. Da lässt Tamme nur Chefin Wilma ran. Das musst du schön machen, dass meine Langzeitverlobte mich wiederkennt. Ja, gut. Wilma ist doch die einzigste Friseurin, die das raus hat, dass ich eine gesunde Gesichtsfarbe kriege. Sie bindet mir das Lätzchen so stramm um. Im Moment auch so ein bisschen trocken, das Haar. Weil ich habe trockenes Haar? Ja. Und ich trinke doch schon so viel. Ja. Ich schneide mir die Haare ja nur so kurz, dass ich kein Gewichtsproblem habe. Ach so. Tom ist eigentlich sehr eitel und er legt eigentlich sehr viel Wert auf seine Haare. Er gibt das nur nicht so zu. Frauen sind manchmal nicht so eitel wie Tamme. Von wegen. In Kleens Salon kommt man schließlich, um sich mal richtig aufhübschen zu lassen. Und der XXL-Ostfriese ist auch heute wieder sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also in Ostfriesland ist es, glaube ich, sowieso. Die Leute bleiben bei ihrem Stammfriseur, bis er tot umkippt oder die Leute. So sieht's aus. Aber jetzt ab nach Hause, denn da wartet Tammes bessere Hälfte Carmen, mit der er jetzt seit 5 Jahren verheiratet ist. Wir kommen immer als Letzte da an. Das ist doch was für ein Arsch. Wenn du nicht fertig wirst? Ja, wie ich Tamme kennengelernt habe. Ich hatte ein Pferd, was nicht fit war. Das war offensichtlich im Rücken verrenkt. Und ich konnte niemanden finden, der dem Pferd hilft. Carmen kam nicht in mein Leben, sie lahmte in mein Leben. Meine Mutter hatte Tamme im Fernsehen gesehen, bei der Johannes B. Kerner Show. Die kam mit ihrem Gauland, war platt wie eine Flunder. Ja, ich habe, als wir zusammengesessen haben, habe ich natürlich erstmal nach meine Güte, also groß war ja schön und gut, aber... Dann haben wir Pingel getrunken.
Ich gucke Menschen in erster Linie in die Augen. Und die Augen, die haben es mir dann doch irgendwo direkt angetan. Und was denn heute meine Carmen ist, ihr erster beschwerlicher Weg war auf allen Vieren ins Hotelzimmer. Ja, und dann hatten wir für nächsten Morgen dann einen Termin vereinbart und mein Pferd anzugucken. Morgens hat sie aber als einzigste die Kurve zu mir zum Frühstücken geschafft, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und dann wusste ich schon mal, oh, die hält was aus. Mein Pferd war eigentlich auch innerhalb von ein paar Minuten fit, wie das halt so bekannt ist, vom Hoftag auch und überhaupt von seiner Art und Weise zu arbeiten. Wie das Pferd so an mir vorbei lärmte, wusste ich sofort, das ist auch eine wilde Maus aus dem Rheinland. Sind ja alles nur Weintrinker, so ganz klar, aber... 3 Wochen später ungefähr habe ich gedacht, nee, probier es halt nochmal aus, um dir klar zu werden, wie und was. Und habe halt angerufen, mein Pferd wäre noch nicht in Ordnung. Und wie sie dennoch zweimal wiederkam mit dem lahmen Gaul, der nicht mehr lahmte, da was passiert. Er sagte, ja, das Pferd ist eigentlich so ganz in Ordnung. Ich gucke aber nochmal eben nach und habe dann gesehen, wie er mit Opa ein paar Worte wechselte. Steht unser Opa neben mir und dann sagt der Kerl, sagt er, da geht nicht mehr ums Pferd. Und wir gucken da so die Straße runter. Dann sagt er, nee, weißt du was, führ das Pferd nochmal. Wir gucken dann nochmal genau, wenn du meinst, da ist irgendwas nicht richtig gut in Ordnung. Pferd war kerngesund, Frau war verliebt. Und dann ist er hingegangen und sagte, ja, dann kannst du halt mit zu mir kommen. Hast du denn ein Gästezimmer? Nö, sagt er, sowas haben wir in Ostfriesland nicht. Ja, ich denke, okay, eine Couch oder so wird er wohl haben. Die ist einfach hier geblieben. Woche für Woche ist sie mit dem Auto angebrackert gekommen und hat sich so langsam, sie es fast nicht gespürt hat, ausgeweitet. 1, 2, 3 war, blieb die nicht nur in ihrem Bett, die waren ja auch dauernd schon in meinen. Also alles, was ich hatte und was mir noch blieb, wurde schon mal wieder geteilt. Ja, die Idee, dass es bei ihm gefunkt hatte, hatte ich eigentlich von Anfang an. Eigentlich dachte ich mir, wäre schlecht oder ich hätte Hunger und dabei war ich verliebt. Ist ja nicht romantisch. Wo sind denn meine Schuhe, Carmen? Ja, komm, gib Gas, bist du denn verrückt geworden? Ja. Da kommen sie. Klasse Vibe. Heute Abend findet in Vilsum der Reiterball statt. Das Ereignis des Jahres. Tamme Hanken und seine Freunde dürfen da natürlich nicht fehlen. Im Dorfgemeinschaftshaus werden die besten Reiter des Jahres geehrt. Danach soll auf der Tanzfläche die Post abgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, ich begrüße Sie hier recht herzlich zum Winterfest des Fahnenreitvereins Vilsum. Was der Presseball in Berlin ist für die Politiker, das ist für uns Vilsumer hier das Fahnenreitvereinsfest im Winter. Ich will hier aber keine großen Reden schwingen, sondern wir wollen heute Abend das Tanzbein schwingen. Herzlichen Dank. Die Paare stürmen aufs Parkett. Im Alltag bleibt nicht viel Platz für Zweisamkeit. Da werden Gelegenheiten wie diese prompt genutzt. Nur Carmen muss auf einen Ersatzmann zurückgreifen. Tamme erweist sich mal wieder als Tanzmuffel. Hey, hey, hey. Guck mal rüber, der tanzt, als wenn er ein lahmes Bein hat. Carmen und Fritz sind auf der Tanzfläche ein eingespieltes Team. Der Zahnexperte springt nicht zum ersten Mal für Tamme ein. Ich hab Carmen das natürlich bei ihm gedacht. Das müssen wir gleich auch nachmachen, ne? Anke ist eine alte Bekannte. Sie kennt Tammes große Klappe und weiß, dass seiner Tanzprahlerei selten Taten folgen. Mit dir tanze ich ein Tango. Es ist mit euch Frauen immer scheiße, wenn wir zum Ball gehen. Statt dass wir uns in Ruhe eine flammen können, brezelt ihr euch auf, dass ihr auch die Machers verrückt macht. Da geht überhaupt nicht. Ja, Tamme Hang, der ist mir ein guter Ruf von Phil.
Friesen und bekannt, muss man schon sagen. Wir haben ihn beim Fahrradfahren auf allen Turnieren, ist er immer da dabei und er sorgt da für Ordnung. Und er hat immer das richtige Feingefühl, wenn das so ist. Komm, hier habe ich einen Apfel für dich. Komm. Brauche ich nicht. Musst du haben, das ist wie ein Jungbrunnen, so ein Bostock für dich. Machen, ja, die haben ja schon, komm. Ja, nee, du lauf, hol ab, mach ich gar nicht. Zur Belohnung gibt es eine Spezialität. Original ostfriesische Bratäpfel. Oh, Opa hat ja richtig scharfe Messer. Opa ist ja auch Schlachter. Also, daran schlachtet böse Mädchen. Ja, das glaube ich nicht. Ich hab's auch hier einfacher. Abends gebe ich diese Kinder, denen ich ein paar kleine Tricks beigebracht habe, wieder bei den Eltern ab, die dann große Freude haben mit ihren Sprösslingen zu Hause. Neulich sagte eine Mutter zu mir, was wir in 4 Jahren rein gearbeitet haben, hast du in 2 Tagen rausgekriegt. Aber es muss so sein. Mittags machen sich Tamme Hanken und sein Kumpel Stefan Wiewel auf den Weg zu einem Notfall nach Lüneburg. Weißt du was? Manchmal vermisse ich das, wenn ich so unterwegs bin. Frühstück gehört ans Bett. Jo. Ja. Und jetzt soll ich dir das bringen dann? Jo. Ich liebe es morgen, ein Glas Rotwein zu trinken, mit 2 roten Eiern drin zu Schaum gerührt, ein Löffel Zucker. Das ist so gesund, das glaubst du nicht. Rotwein mit Eier und Löffel Zucker. Das ist die reinste Bluttransfusion. Diana Erdmann von der Wildtierauffangstation Lüneburg hat Tamme kurzfristig um Hilfe gebeten. Ein verletztes Reh soll eingeschläfert werden, wenn Tamme es nicht retten kann. Ich habe heute Morgen ein Rehkitz bekommen in die Station. Das ist vor einer Woche angefahren worden. Es ist bei einer Tierärztin untergebracht gewesen und jetzt zu mir gebracht worden. Sie sagte, die ersten Tage stand es noch und dann ist es nicht mehr hochgekommen. Da, wo sie es verbunden hat, ich habe es auch noch nicht aufgemacht, da ist eine Fraktur. Ja, da werden wir dann auch nicht dran schmeißen. Du kommst einmal zur Seite, komm, mein Schatz. Ich weiß, dass Rehe weinen können, das weiß ich, mein Schatz. Aber die schreien. Wer bist du denn für ein Lötchen? Schmusen willst du auch wohl, nicht? Ich merke das wohl. Oh nein, ist halt auch fein. So, jetzt pass mal auf. Locker. Das war der Hals. Vorne anheben, ich nehme hinten. Das sind die Prellungen. Ja. Aber wenn der Hals so durcheinander ist, dann verliert er natürlich die ganze Balance. Zum Hinterteil. Der kann gar nicht gehen. Mhm. Also ich bin der Meinung, das Tier hat schräg von vorne einen Schlag gekriegt. Hals und das stimmt wieder. Und die sind Prellungen, Rückenmarksprellungen. Mhm. Die können durchaus ein paar Monate ein Kribbeln verursachen. Ja, das war doch nicht schlecht. Das wäre doch nicht schlecht. Also normalerweise haben diese Tiere bei Autounfällen überhaupt gar keine Chance. Also selbst bei einer Fraktur, die so wieder zu richten wäre, ist der Pflegeaufwand einfach nicht so, dass das Reh das überstehen würde. Die sind viel zu panisch. Und sie ist, ja, abgesehen davon, dass sie echt nicht sterben will, ist sie relativ ruhig. Und ich denke, das kann man vertreten, ne? Wenn die Prellungen raus sind, bin ich davon überzeugt, dass sie wieder zugange kommen kann. Ja, schön. Das Reh darf weiterleben. Tamme empfiehlt Diana Erdmann noch etwas zum Aufpäppeln. Und schon geht es weiter zum nächsten Sorgenkind. Pitou-Esel Pierre. Er hat immer große Schwierigkeiten gehabt mit dem Laufen. Er hat irgendwie seine Füße gar nicht richtig koordiniert gekriegt. Er ist echt gestolpert, wie nichts Gutes. Und zwischendurch ist er auch einfach wirklich umgefallen. Ein bisschen lange Zehe dran, ne? Der Hufschmied kommt natürlich regelmäßig, aber er lässt echt nicht wirklich viel mit sich machen. Er hat um sich gebissen, gemacht, getan. Er war zwischendurch nicht zauberhaft.
Also wir sind auch nur noch zu zweit rein dann, ne? Wollen wir sehen, ob es vom Rücken oder von der Halswirbelsäule kommt. Dafür müssen wir den aber einmal am Band haben. Ja, das kriegen wir hin. Kein Problem. Es nützt alles nichts. Tamme muss mit Pierre in den Nahkampf. Seine Taktik, raus aus dem Gehege, Trennung von Eseldame Marie. Gut, dass Stefan dabei ist. Gemeinsam müssten sie Pierre doch zähmen können, oder? Ja, nun mal los. Schritt musst du jetzt gehen mit diesem so edlen Rosse. Oh, ihr seid auch ein paar Hübsche, ihr habt fast dieselbe Frisur. Wo wollt ihr hin? Ja, das nenne ich eselig. Sei lieb. Gott, sind die störrisch und puschelig. Ein widerwilliger Vierbeiner. Auch dafür hat der XXL-Ostfriese spezielle Methoden. Du musst Locke jetzt schön kraulen hier. Dann musst du sagen, hallo. Hallo. Willst du dir deinen Fuß geben? Nee, Marie, du bleibst da. Marie, hi. Oho. Knack. Leere Frechchen hier. Lehn. So, ist gut. Pass auf, der beißt auf und mal. Den haltet schön fest. Vorsicht. So, zum Schatz. Weil ein Esel hat das Gelenk, ein Esel hat das Gelenk anders. Der schlägt ganz bis vorne hin, beim Aufheben des Beines schon. Verstehst du das? So, halt fest. Du musst ja gucken, was er macht. So. Wir kommen mit einer Asp. Vorsicht. Die muss immer weg sein. Haltet noch mal ein bisschen fest, wir gehen jetzt essen. Ja. Sag mal, wieso bist du so störrig? Pierre, der hat die Augen wie deine Charlotte. Noch einer. Jetzt rückwärts. Ist gut, rein in die Weide. Seine Nervenblockaden ist Pierre los. Nun muss er nur noch zur Pediküre. Aber das erledigt ein Schmied. Diana Erdmann ist froh, dass der Knochenbrecher ihren Schützlingen so schnell helfen konnte. Für heute sind alle versorgt. Nach einem harten Arbeitstag steht Tamme und Stefan jetzt der Sinn nach Zerstreuung. Ab in die große Stadt. Ein Bummel über den Hamburger Dom ist genau das Richtige. Auch für ihre leeren Mägen. Seit Stunden haben die zwei Ostfriesen nichts gegessen. Ich habe auch keine Angst, ob sie dick wird, oder? Tamme und Stefan mögen's deftig. Da ist es hier wie im Paradies. Jetzt wollen wir jetzt mal Babys bekommen. Ach nee, oh nee, oh nee. Hallo Reni. Da sind sie alle. Guck dir das hin. Mann, hast du einen Feinstar gemacht hier, du. Junge, 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 Junge. Nur guck dir das hin, Mann, was wir hier geholt haben. Ach, geil. Eine kleine Kuh, um Himmels Willen. Eine kleine Kuh. Und die Tante Charlotte macht sie sauber. Ist sie lieb? Oh, 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 oh. Ich glaube, du bist schon krank. Ich habe gar keine Augen. Oh, ein Mädel. Schon wieder. Ein kleines Mädel. Ganz fein und. Loslassen. So. Die hält sich am Kitt fest. Ein Jungen haben wir dabei. Ist auch deine Verwandtschaft. Da liegt leider auch noch ein Todes im Nest. Das nehme ich jetzt gleich mit weg. Feine Reni, du hast die schönsten Junge der Welt. Jawohl, so eine liebe Mama. Guck mal, den nehmen wir dir jetzt mit weg, nicht? Guck mal, einer ist tot. Ja, das ist das Leben. Kann nicht alles rundlaufen im Leben. Kleiner Rüde. Ja. Du, wenn die Hunde die Junge kriegen, da kann leicht mal was schief gehen. Ja, das ist also besser ist raus, dass die Mama gesund ist. Ja, die haben schon wieder Hunger. Reni holt sich gut was zu fressen bei uns und gibt den Kleinen ordentliche Milch. Und dann haben wir in 10 Tagen ein paar Rabauken, die anfangen, das Nest zu verlassen. Und uns alles wegschleppen, was in den Nägeln nagelfest ist. Kleine Hunde, immer Terror, ist alles weg.
Aber na ja. Immer mehr Hilfesuchende trudeln auf dem Hankenhof ein. Heute sind auffallend viele Hunde da. Links und rechts hinten. Der Tierarzt, der meinte, das wäre Altersverschleiß, das wäre Arthrose. Ne? Wir haben noch eine Hündin, ne? Die haben wir mal aus dem Internet geholt. Aber die ist so verfressen. Die ist unwahrscheinlich dick, ist die und so. Ne? Wir hängen an denen, weil meine Frau ist früh gestorben, früher und alles. Und das letzte Andenken und so. Ne? So, den Großen einmal laufen lassen. Tammes Auffahrt wird zum Laufsteg für große und kleine Vierbeiner. Einmal traben. Einer nach dem anderen muss dem Knochenbrecher sein Wehwehchen vorführen. Der erkennt die Härtefälle auf den ersten Blick. Das ist Ihr Bild. Wo alt ist Ihr Hund da? 10. Junge, immer ein bisschen so, wie er gerne will, wie er kann. Gut, den müssen wir ganz erforschen. Also sie hat Probleme mit der Wirbelsäule. Also wenn man sie irgendwie hochnimmt oder so, dann fängt sie ganz stark an zu quieken und das tut ihr eigentlich ziemlich weh. Und mir tut das auch selbst irgendwie weh, dass sie so leidet. Ob Hengst oder Pudel, für die Menschen, die hier auf Hilfe warten, gehören ihre Tiere zur Familie. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber sie ist irgendwie mein kleines Baby. So. So, siehst du wohl, eine Locke. Dann lauf du da mal dem Eimer mal mit hin und her, dass wir auch sehen, was dein... Sie läuft, aber sie läuft nicht rasant. Große Schritte machst du nicht. Die, wie eine Nähmaschine geht die rum. Also wenn man sie hochnimmt, dann quietscht sie ganz laut und dann schreit sie auch ziemlich. Und manchmal ist es dann so doll, dass Kopf sie dann festhalten. Ja. Immer den Kopf mit festhalten, weil ich nicht so ganz lieb sein kann mit dem. Ich weiß nicht. Das sagen die alle. Kleine Mädchen sagen, ihr ist auch immer knutschen wie ekelig und fangen da trotzdem mit an. Ich glaube nicht, dass ein Hund groß was im Rücken hat. Danach sah das nicht aus. So, Locke, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir deine Frisur durcheinander bringen. Tamme sortiert Wirbel für Wirbel neu, um Pudel Pemmi wieder auf die Sprünge zu helfen. Der wird gleich einen ganzen Gang schwerer, schlatter. Gib euch gleich was mit für den kleinen Burschen. Was hat sie denn? Die sind nur kleine Blockaden von Hebenerven. Das kommt, die hatte hinten die Füße so derartig versprungen. Mhm. Und das linke Knie, dass der gar nicht kommt mehr für ihn. So, lauf mal. So, jetzt einmal hier, Vollgas, einmal hoch und runter. Das sieht gut aus. Ich hole dir was und schreibe dir was auf, was du dem gibst, dass der Hund in sich ein bisschen flotter wird und stabiler von Füßen, nicht? Das ist ein Sesselpupser, nicht? Den hast du im Sessel zu Hause? Ja. Irgendwas hinlegen, dass er die 2-3 Tage nicht so tief springen muss. Der kommt hier immer mit rein, hier ist wärmer. Ab und zu kommt es vor, dass auch Zweibeiner Schieflage haben. Für Opa Hanken ist es nichts Neues, wenn sein Sohn auch mal bei einem Freund der Familie Hand anlegt. Also ich muss sagen, vorher konnte ich diesen rechten Arm nur bis hierhin hochheben. Jetzt kann ich ihn entschieden höher heben. Zeichen nochmal. Ich kann hier hinter, ich kann mich wieder kämmen, was ich vorher nicht machen konnte. Aber Seite legen. Heiko Wittpen hat Schmerzen im Fuß, kann kaum auftreten. Guter Anfang rechts. Andere Seite. Jetzt heißt es tapfer sein. Der Knochenbrecher geht ans Werk. Die Geräusche sind klasse. Das ist ein richtiger Chiropraktiker. Oh, bei diesen Geräuschen, da weiß ich doch, dass der Patient noch Leben hat. So, jetzt bewege ich dich. So, ich danke dir. Wenn der Körper nicht im Fluss ist, kann dein Fuß auch nicht abrollen. Ja, ich verstehe. Ist logisch, ne? Jo, ich verstehe. Du hast recht. Ich gebe recht, von Not. Ich kann wieder laufen. Ich hab den Schmerz weg. Ja, hier kam neulich ein junger Mann raus und der liegt da draußen rum. Reißt die Arme hoch und auf einmal schreit er. Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Jetzt kann ich wieder laufen, jetzt kann ich wieder laufen. Wieso? Ja, seht ihr es nicht, ich kann wieder laufen. Wieso kannst du wieder laufen? Ja, sie haben mein Fahrrad geklaut. Aha. Woher Tamme seinen Sinn für Humor hat, wäre also geklärt. Und woher kommt seine Gabe, Nerven zu fühlen? Manche nennen es ein Wunder.
Tamme sieht das anders. Wunder ist für mich, dass wenn man morgens einen Glühwein trinkt und ihn abends reichlich genossen hat, dass er morgens schon wieder schmeckt. Das ist ein Wunder. Aber von Wunderheilung und sowas, da halte ich gar nichts von. Zu dieser Sparte gehören wir nicht. Bei uns ist es kein Wunder, wir wissen, was wir tun und das hilft und Schluss. So einfach ist das. So, jetzt ist aber erstmal genug über Wunder philosophiert. Für heute ist Feierabend auf dem Hankenhof. Und weil auch ein XXL-Ostfriese ab und zu ein bisschen verwöhnt werden muss, hat Tamme am frühen Abend noch einen Termin, bei dem es mal nur um ihn geht. So! Filsum in Ostfriesland, an einem Samstagmorgen. Idyllische Ruhe, soweit das Auge reicht. Nur auf dem Hof von Tamme Hanken trifft schon der erste Besuch ein. Heute ist hier Kummertag, eine offene Sprechstunde für Tier und Mensch. Ruth Gerdes und ihr Pferd sind die Ersten. Ja, das Pferd lässt sich nicht mehr reiten, drückt den Rücken weg. Wenn man Sattel drauf legt, kann sie sich halt schlecht bewegen. Und ich denke, dass sie irgendwie was ausgerenkt hat oder Nerv eingeklemmt oder irgendwas. Ein Fall für den Knochenbrecher. So wird Tamme Hanken hier genannt. Doch natürlich bricht er keine Knochen, er heilt sie mit bloßen Händen. Herrliches Wetter. Wo geht das los? So. Einmal im Schritt. Jetzt werden Fehler gesucht. Alle. Wenn man jetzt sich ordentlich guckt, muss man nachher zu viel suchen. Tamme erkennt am Gang, wo der Schmerz sitzt. Den Rest sagen ihm seine Hände. Er spürt, wo Nerven und Wirbel blockiert sind. Eine seltene Gabe, die sich herumgesprochen hat. Gut festhalten, an meiner Seite mitbleiben. In die Augen gucken. Genau, als wenn das dein Schatz ist. Immer in die Augen gucken, dann bleibt er stehen. Damit Tamme ihm helfen kann, muss das Pferd stillhalten. Leichter gesagt als getan. Ich weiß gar nicht, dass du im Hess. Ich denke, wir machen Longenstunde. Mit seinem Schlüssel löst Tamme bei dem Pferd einen Reiz aus. Dadurch löst sich wiederum an anderer Stelle eine Blockade. Und? Alles, was klemmt, wird gelöst. Was nicht sitzt, wird eingerenkt. Wer die Feinfühligkeit besitzt, Nerv zu fühlen, für den ist es eigentlich ganz einfach. Es ist, als wenn wir irgendwas im Computer einscannen. Genauso husche ich irgendwo mit den Fingern rüber. Wenn ich Charlotte beim Fuß habe, dann fühle ich doch so schon überall, ob die Wirbel gut sitzen und was damit ist und wo jeder Nerv verläuft. Ich werde ordentlich Zahnhaken drauf in denen. Reitest du mit Auriga an? Nee. Wovon hat er denn den Druck da? Dann müssen wir da eine Trense haben. Ja, klar. Und Sattel. Hier ist alles abgebröckelt. Siehst du das? Hier unten. Ja. Keine Legierung mehr rein, da kriegst du Nickel rein. Ja. Und Nickel geht ihn sofort auf die Nerven. Wenn die Dinger ein Jahr alt sind, schmeißt sie weg. Einmal antraben. Der Rücken ist wieder in Ordnung. Doch meistens gibt es mehr als nur eine Krankheitsursache. Und zurück. Jawohl. Gut. Hier Zähne machen lassen, ganz dringend. Ja. Habt auch jetzt eine Gelegenheit, hier ist gerade ein Pferdezahnarzt zugange. Ja. Wenn du das willst, kann ich dahin mit dir rund gehen. Ja, das wäre gut. Den mag das brillant. Sattler, Schmied, Dentalpraktiker. Sie alle sind am Hoftag vor Ort und bieten auf Wunsch eine Rundumbehandlung für die Vierbeine an. Bleib mal ganz ruhig. Hier oben links ist das. Zahnspezialist Fritz Rosenberg macht sich an die Arbeit mit vollem Körpereinsatz. Ja, das Pferd mal mit der ganzen Hand ins Maul fassen. Assistent Stefan steht ihm seit 17 Jahren zur Seite, auch privat. Ach, klappt eigentlich ganz gut. Hier wollen wir eben den Mundgeruch so ein bisschen wegmachen. Stefan riecht ja auch letzte Zeit ein bisschen strenger aus dem Mund. Da kann ich dir assistieren. Ja, genau, besser, glaube ich.
Tammes Frau Carmen ist mit dem Männerteam gut befreundet. Da macht allen die Arbeit gleich doppelt Spaß. Da sagt er immer, den ganzen Vormittag habe ich gebügelt. Und was sehe ich? So ein kleines Körbchen Buntes. Das ist das alles. Aber von den Oberhemden, das spricht er nicht, weißt du? Hör mir auf, hast du mir mal... Du hast den Vorteil, ja, du brauchst keine Zelte bügeln, so wie ich. Nein. Ja, das ist natürlich der Vorteil, das stimmt. Du, aber so ein starkes Reh ist er auch nicht. Das ja, das ist wohl wahr, aber mein Reh ist etwas breiter. Ja. Also ich bin ja wirklich wohlgeformt. Das ist schon eine andere Kategorie. Hältst du das bei ihm fest gut? Ja. Das ist nett. Seit Jahren rede ich davon, dass ich eine Dampfbügelstation brauche. Ich bekomme keine. Da musst du aber noch sehr fleißig sein, Stefan, dass du so eine Bügelstation hier bearbeitest. Ich werde dir helfen. Ja, ja. Ich werde dir immer dein Haushaltsgeld ein bisschen kürzen. Du fliegst über das Strenge. So. Zwei. Und eine noch. Sodass unser Pferd immer kräftig zubeißen kann. Wo ist denn meine neue Sonntagslampe, Stefan? Also du bist auch eine Haushaltslampe. Ja, die muss doch hier liegen. Das gibt's doch gar nicht. Ja. So, schau mal, jetzt kannst du mal schön in dein Pferdemaul reinschauen. Siehst du das? Hier ist ein richtiger Papageien-Schnabel, sagen wir dazu, siehst du? Und gehst mal oben in diese Wannenwinkel, als wenn du oben deine Zehen hast. Dann merkst du, wie scharf die Haken sind. Und dann soll dein Pferd immer schön dressurmäßig gehen und... Würde ich auch nicht machen. Genau. Ruth und ihr Pferd werden versorgt. Und Tamme hat endlich Zeit für seine eigenen Pläne. Eine Kneipe für seine zahlreichen Gäste. Guck. Schon seit Jahren ein Wunschprojekt. So sieht's aus auf einer Baustelle. Hier wird mal was angeschafft, da mal, überall stapelt sich das. Und dann muss man sehen, wie man da irgendwie wieder Griff reinkriegt. Die Idee von der Kneipe ist mir eigentlich mal gekommen, wenn man das so ansieht. Wenn die Leute im Winter kommen und frieren sich hier den Arsch ab. Krass gesagt. Dass sie einen schönen kleinen Aufenthaltsraum haben hier. Und dann kann man hier mal eine Tasse Kaffee kochen oder was und dann fertig. Dann sitzen die Leute warm. Ah, moin Freddy. Morgen. Wie sieht's aus? Gut. Ist wieder am Basteln? Ja. Macht das schon gut. Wenn wir das jetzt hier rechts und links noch ausschäumen, dann drückt das nachher noch zusammen. Und dann hast du hier eine ganz stabile extra Wand. So ein Flaschenregal ist so was Traumhaftes, oder? Ja, ja. Das oben hin. Ja. Ab hier und oben kommt all das, was lecker ist. Ja, ja, da, nur wo du rankommst. Charlotte, wo ist Reni? Wo ist Reni denn? Wo ist Reni? Ein Winseln lässt Tamme aufhorchen. Hat sich Hündin Reni hier verkrochen? Seit gestern Abend ist sie spurlos verschwunden. Hier? Wo ist sie denn? Da? Jetzt muss ich das jetzt aufmachen, ne? Letzte Woche erst hatte der Tierarzt bestätigt, dass Reni Welpen erwartet. Ah, nun guck ihm an, ganzer Kindergarten. Freddy? Ja? Ich hab sie gefunden. Bring du mal ein bisschen Licht mit. Oh. Hast du was? Ja? Ja, den Strahler, den tun wir hier. Ja. Guck dir das immer an. Schräg von vorne einen Schlag gekriegt. Hals und das stimmt wieder. Und die sind Prellungen, Rückenmarksprellungen. Mhm. Die können durchaus ein paar Monate ein Kribbeln verursachen. Ja, das war doch nicht schlecht. Das wird doch nicht schlecht. Also, normalerweise haben diese Tiere bei Autounfällen überhaupt gar keine Chance. Also selbst bei einer Fraktur, die so wieder zu richten wäre, ist der Pflegeaufwand einfach nicht so, dass das Reh das überstehen würde. Die sind viel zu panisch. Und sie ist, ja, abgesehen davon, dass sie echt nicht sterben will, ist sie relativ ruhig. Und ich denke, das kann man vertreten, ne? Wenn die Prellungen raus sind, bin ich davon überzeugt, dass sie wieder zu Gange kommen kann. Ja, schön. Hallo. Das Reh darf weiterleben. Tamme empfiehlt Diana Erdmann noch etwas zum Aufpäppeln. Und schon geht es weiter zum nächsten Sorgenkind. Pitou-Esel Pierre. Er hat immer große Schwierigkeiten gehabt mit dem Laufen. Er hat irgendwie seine Füße gar nicht richtig koordiniert gekriegt. Er ist echt gestolpert, wie nichts gut ist. Und zwischendurch ist er auch einfach wirklich umgefallen. Ein bisschen lange Zehe dran, ne?
Also der Hufschmied kommt natürlich regelmäßig, aber er lässt echt nicht wirklich viel mit sich machen. Er hat um sich gebissen, gemacht, getan. Er war zwischendurch nicht zauberhaft. Also wir sind auch nur noch zu zweit rein dann. Ne? Wollen wir sehen, ob es vom Rücken oder von der Halswirbelsäule kommt. Dafür müssen wir den aber einmal am Band haben. Ja, das kriegen wir hin. Kein Problem. Es nützt alles nichts. Tamme muss mit Pierre in den Nahkampf. Seine Taktik, raus aus dem Gehege, Trennung von Eseldame Marie. Gut, dass Stefan dabei ist. Gemeinsam müssten sie Pierre doch zähmen können. Oder? Ja, nun mal los. Schritt musst du jetzt gehen mit diesem so edlen Rosse. Oh, ihr seid auch ein paar Hübsche, ihr habt fast dieselbe Frisur. Wo wollt ihr hin? Ja, das nenne ich eselig. Sei lieb. Gott, sind die störrisch und puschelig. Ein widerwilliger Vierbeiner. Auch dafür hat der XXL-Ostfriese spezielle Methoden. Du musst Locke jetzt schön kraulen hier. Dann musst du sagen, hallo. Willst du dir deinen Fuß geben? Hey, Marie, du bleibst da. Marie, hi. Knack. Leere Frechchen hier. Lehn. So, ist gut. Pass auf, der beißt auf und mal. Den halt ihn schön fest. Vorsicht. So, zum Schatz. Weil ein Esel hat das Gelenk. Nee, ein Esel hat das Gelenk. Gut in Ordnung. Pferd war kerngesund. Frau war verliebt. Und dann ist er hingegangen und sagte: Ja, da kannst du halt mit zu mir kommen. Hast du denn ein Gästezimmer? Nö, nee, sagt er, sowas haben wir in Ostfriesland nicht. Ja, ich denke, okay, eine Couch oder so wird er wohl haben. Die ist einfach hier geblieben. Woche für Woche ist sie mit dem Auto angebrackert gekommen und hat sich so langsam, sie es fast nicht gespürt hat, ausgeweitet. Ein, zwei, drei verblieb die nicht nur in ihrem Bett, die war dann ja auch dauernd schon in meinen. Also alles, was ich hatte und was mir noch blieb, wurde schon mal wieder geteilt. Ja, die Idee, dass es bei ihm gefunkt hatte, hatte ich eigentlich von Anfang an. Eigentlich dachte ich mir, wäre schlecht oder ich hätte Hunger und dabei war ich verliebt. Ist ja nicht romantisch. Wo sind denn meine Schuhe, Carmen? Ja, komm, gib Gas, bist du denn verrückt geworden? Da kommen sie schon. Klasse Vibe. Heute Abend findet in Filsum der Reiterball statt. Das Ereignis des Jahres. Tamme Hanken und seine Freunde dürfen da natürlich nicht fehlen. Im Dorfgemeinschaftshaus werden die besten Reiter des Jahres geehrt. Danach soll auf der Tanzfläche die Post abgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, ich begrüße Sie hier recht herzlich zum Winterfest des Fahnenreitvereins Filsum. Was der Presseball in Berlin ist für die Politiker, das ist für uns Filsumer hier das Fahnenreitvereinsfest im Winter. Ich will hier aber keine großen Reden schwingen, sondern wir wollen heute Abend das Tanzbein schwingen. Herzlichen Dank. Die Paare stürmen aufs Parkett. Im Alltag bleibt nicht viel Platz für Zweisamkeit. Da werden Gelegenheiten wie diese prompt genutzt. Nur Carmen muss auf einen Ersatzmann zurückgreifen. Tamme erweist sich mal wieder als Tanzmuffel. Hey, hey, hey. Guck mal rüber, der tanzt, als wenn er ein lahmes Bein hat. Carmen und Fritz sind auf der Tanzfläche ein eingespieltes Team. Der Zahnexperte springt nicht zum ersten Mal für Tamme ein. Ich hab Carmen das natürlich bei ihm gedacht. Das müssen wir gleich auch nachmachen, ne? Anke ist eine alte Bekannte. Sie kennt Tammes Groß. Super! Toll! So, der Pony kann auch knutschen. Opa, komm, hier habe ich einen Apfel für dich.
Kopf. Brauche ich nicht. Musst du haben, das ist wie ein Jungbrunnen, so ein Bosskopf für dich. Ja, die haben ja schon, komm. Ja, nee, du lauf, hol ab, mach ich gar nicht noch. Zur Belohnung gibt es eine Spezialität. Original ostfriesische Bratäpfel. Oh, Opa hat ja richtig scharfe Messer. Opa ist ja auch Schlachter. Ah so, da an dich. Schlachtet böse Mädchen. Ja, das glaube ich nicht. Ich hab's auch hier einfacher. Abends gebe ich diese Kinder, denen ich dann ein paar kleine Tricks beigebracht habe, wieder bei den Eltern ab, die dann große Freude haben mit ihren Sprösslingen zu Hause. Neulich sagte eine Mutter zu mir, was wir in 4 Jahren rein gearbeitet haben, hast du in 2 Tagen rausgekriegt. Aber es muss so sein. Mittags machen sich Tamme Hanken und sein Kumpel Stefan Wiewel auf den Weg zu einem Notfall nach Lüneburg. Weißt du was? Manchmal vermisse ich das, wenn ich so unterwegs bin. Frühstück gehört ans Bett. Jo. Ja. Und jetzt soll ich dir das bringen dann? Jo. Ich liebe es, morgen ein Glas Rotwein zu trinken. Mit 2 roten Eiern drin zu Schaum gerührt, ein Löffel Zucker. Das ist so gesund, das glaubst du nicht. Rotwein mit Eier und Löffel Zucker? Das ist die reinste Bluttransfusion. Diana Erdmann von der Wildtierauffangstation Lüneburg hat Tamme kurzfristig um Hilfe gebeten. Ein verletztes Reh soll eingeschläfert werden, wenn Tamme es nicht retten kann. Ich habe heute Morgen ein Rehkitz bekommen in die Station. Das ist vor einer Woche angefahren worden. Es ist bei einer Tierärztin untergebracht gewesen und jetzt zu mir gebracht worden. Sie sagte, die ersten Tage stand es noch und dann ist es nicht mehr hochgekommen. Da, wo sie es verbunden hat, ich habe es auch noch nicht aufgemacht, da ist eine Fraktur. Ja, da werden wir dann auch nicht dran. Schmeißen, du komm einmal zur Seite, komm, mein Schatz. Ich weiß, dass Rehe weinen können, das weiß ich, mein Schatz. Aber die schreien. Was bist du denn für ein Lötchen? Schmusen willst du auch wohl, nicht? Ich merk das wohl. Oh nein, ist halt auch fein. So, jetzt pass mal auf. Locker. Sorgenkind. Pitou-Esel Pierre. Er hat immer große Schwierigkeiten gehabt mit dem Laufen. Er hat irgendwie seine Füße gar nicht richtig koordiniert gekriegt. Er ist echt gestolpert, wie nichts Gutes. Und zwischendurch ist er auch einfach wirklich umgefallen. Ein bisschen lange Zehe dran, ne? Der Hufschmied kommt natürlich regelmäßig, aber er lässt echt nicht wirklich viel mit sich machen. Er hat um sich gebissen, gemacht, getan. Er war zwischendurch nicht zauberhaft. Also wir sind auch nur noch zu zweit rein dann, ne? Wollen wir sehen, ob es vom Rücken oder von der Halswirbelsäule kommt. Dafür müssen wir den aber einmal am Band haben. Ja, das kriegen wir hin. Kein Problem. Es nützt alles nichts. Tamme muss mit Pierre in den Nahkampf. Seine Taktik, raus aus dem Gehege, Trennung von Eseldame Marie. Gut, dass Stefan dabei ist. Gemeinsam müssten sie Pierre doch zähmen können. Oder? Ja, nun mal los. Schritt musst du jetzt gehen mit diesem so edlen Rosse. Oh, ihr seid auch ein paar Hübsche, ihr habt fast dieselbe Frisur. Wo wollt ihr hin? Ja, das nenne ich eselig. Sei lieb. Gott, sind die störrisch und puschelig. Ein widerwilliger Vierbeiner. Auch dafür hat der XXL-Ostfriese spezielle Methoden. Du musst Locke jetzt schön kraulen hier. Dann musst du sagen, hallo. Willst du mir deinen Fuß geben? Hey, Marie, du bleibst da. Marie, hi. Oho. Knack. Hallo, Leere Frechchen hier. Lehn. So, ist gut. Pass auf, der beißt auf und mal. Den halt ihn schön fest. Vorsicht. So. Zum Schatz. Weil ein Esel hat das Gelenk. Nee, ein Esel hat das Gelenk anders. Der schlägt ganz bis vorne hin, beim Aufheben des Beines schon. Verstehst du das? So, halt fest. Du musst ja gucken, was er macht.
So. Wir kommen mit einer Asp. Vorsicht. Die muss immer weg sein. Halt ihn noch mal ein bisschen fest. Wir gehen jetzt essen. Ja. Sag mal, wieso bist du so störrig? Pierre, der hat die Augen wie deine Charlotte. Noch einer. Jetzt rückwärts. Ist gut, rein in die Weide. Seine Nervenblockaden ist Pierre los. Nun muss er nur noch zur Pediküre. Aber das erledigt. So, wer von euch hat Schiss vom Pony und wer nicht? Aber es hat geklappt. Er ist gekommen. Das fand ich schon mal gut. Dann wollen wir gleich mal loslegen mit den Kindern. Wir haben heute Stretching-Programm. Für die Ponys heißt das Abmarsch zum Frühsport. Aber vorher müssen sie noch verwöhnt werden. Und jetzt geht das los. Einmal putzen und bürsten bitte. Das bringt den Kreislauf in Gang. Und die Ponys können sich schon mal an ihre kleinen Fitnesstrainer gewöhnen. Geh da mal fest mit der Bürste rüber. Soll ich mal gucken, ob ich eine kleinere Bürste für dich habe? Ja. So, jetzt müsst ihr alle aufpassen. Wir stellen uns mit den Ponys mal so kleinen Halbkreis. So einen kleinen kriegen Halbkreis. Wir das? Also er ist riesig und hat Hände wie Mülleimerdeckel, Füße, die im Übergrößen sind, so richtig lang, so lang wie ein Brett. Und er hat einen runden Bauch. Kennt sich schon fast, er hat einen Medizinball runtergeschluckt. Alle helfen euch gleich mit, den Pony festzuhalten. Jetzt nehmen wir das Bein von dem Pony, so. Und dann biegt ihr den unterm Bauch dahin. Und dann zieht man den hoch hierher und anschließend so gerade raus. Habt ihr es begriffen? So, jetzt probieren wir das mit den anderen Ponys mal. Ich habe als Hobby diese Zwergponys, die sich sinnlos vermehren. Und Carmen hat da ein Ding draus gedreht, dass die Ponys zu gebrauchen sind. Bis vor einem halben Jahr habe ich nur Schimpfe gekriegt wegen dieser kleinen Dinger. Sind auch kleine Mistficken, die machen nichts wie Blödsinn. Brechen aus und überall. Und jetzt mit den Kindern einmalig. Und die Mütter, die wollen ja alle fleißig sein, so wie diese jungen Mütter hier. Die wollen jetzt hier noch alle wieder Babys dazu machen, weil die Ponys sich weiter vermehren. Na, der Bäcker sagt auch, in einer Hitze zwei Brot, das ist immer gut. Jetzt versuchen wir mal, wie hoch der kommt. Ui, Donnerchen, guck mal. Ja, das ist ja spitzenmäßig. Super, ne? Toll. Ja, Tamme, wir haben ja gestern gefeiert und er ist ja richtig gut drauf heute Morgen. Und er kann ja super mit Kindern umgehen. Er erklärt ihnen das ausgiebig und hat Geduld mit den fremden Kindern. Ja, Tamme, wir haben ja gestern gefeiert und er ist ja richtig gut drauf heute Morgen. Und er kann ja super mit Kindern umgehen. Er erklärt ihnen das ausgiebig und hat Geduld mit den fremden Kindern. Schade, dass er keine eigenen hat. Ich glaube, die hätten es sehr gut mit ihm. Guck dem, hier an der Seite ist eine Halsfalte unter der ganz dicken Mähne. Siehst du das? So, und dann nimmt man es. Gesicht und dreht. Da geht er hin. Hast du gesehen? Das nennt man ein Stretchen. Schön locker machen. Pony muss bis nach hinten gucken können. Die Kinder müssen Kinder bleiben. Die Kinder finde ich auch klasse, wenn die am Weihnachtsmann glauben. Die hier sind, denen erzählen wir dann kleine Geschichten. Oder die packen Brot abends auf der Fensterbank, wenn der Nikolaus mit seinem Pferd vorbeikommt. Ja, morgens hat dieses Pferd natürlich alles weggefressen, ist ganz logisch. Also wird am nächsten Tag wieder was hingepackt. Und genau diese kleinen Träume müssen wir den Kindern erhalten. Und hier mit dem Pony spielen, ohne dass da irgendwo eine ehrgeizige Mama hintersteht, die sagt, du musst jetzt reiten, du musst jetzt schon schön in Reitklamotten. Hier können die von Indianer und Cowboys träumen und können mit den Ponys kuscheln oder können damit herumspielen und sie putzen, bis kein Haar mehr drauf ist, es ist alles egal.
Wir lassen die einfach so gewähren, wie sie sind. Im Spiel die Kindheit erhalten und doch was beibringen. Das ist das A und O. Schaffst du das? Komm her. So, da drückst du rein. Und jetzt mit dem Kopf. So, halt, muss weiterlaufen. Spitzentechnik. Die Kinder gehen Tamme kaum bis zum Bauchnabel. Doch Angst haben sie vor ihm nicht. Der Knochenbrecher, ein sanfter Riese. So, jetzt muss ich schmusen. Jetzt läufst du rückwärts. Super, toll. So, der Pony kann auch knutschen. Opa, komm, hier habe ich einen Apfel für dich. Kopf. Brauche ich nicht. Musst du haben, das ist wie ein Jungbrunnen, so ein Bostock für dich. Ja, die haben ja schon, komm. Ja, nee, du lauf, hol ab, mach ich gar nicht noch. Zur Belohnung gibt es eine Spezialität. Original ostfriesische Bratäpfel. Oh, Opa hat ja richtig scharfe Messer. Opa ist ja auch Schlachter. Ah, so. Ja, schlachtet böse Mädchen. Ja, das glaube ich nicht. Ich hab's auch hier einfacher. Abends gebe ich diese Kinder, denen ich ein paar kleine Tricks beigebracht habe, wieder bei den Eltern ab, die dann große Freude haben mit ihren Sprösslingen zu Hause. Neulich sah eine Mutter zu mir, was wir in 4 Jahren rein gearbeitet haben, hast du in 2 Tagen rausgekriegt. Aber es muss so sein. Du hast recht. Ich bin recht, von Not. Ich kann wieder laufen. Ich hab den Schmerz weg. Ja, hier kam neulich ein junger Mann raus und der liegt da draußen rum. Reiß die Arme hoch und auf einmal schreit er. Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Jetzt kann ich wieder laufen, jetzt kann ich wieder laufen. Wieso? Ja, seht ihr es nicht, ich kann wieder laufen. Wieso kannst du wieder laufen? Ja, sie haben mein Fahrrad geklaut. Aha, woher Tamme seinen Sinn für Humor hat, wäre also geklärt. Und woher kommt seine Gabe, Nerven zu fühlen? Manche nennen es ein Wunder. Tamme sieht das anders. Wunder ist für mich, dass wenn man morgens einen Glühwein trinkt und ihn abends reichlich genossen hat, dass er morgens schon wieder schmeckt. Das ist ein Wunder. Aber vom Wunder Heilung und sowas, da halte ich gar nichts von. Zu dieser Sparte gehören wir nicht. Bei uns ist es kein Wunder. Wir wissen, was wir tun und das hilft und Schluss. So einfach ist das. Unbedingt. So, jetzt ist aber erstmal genug über Wunder philosophiert. Für heute ist Feierabend auf dem Hankenhof. Und weil auch ein XXL-Ostfriese ab und zu ein bisschen verwöhnt werden muss, hat Tamme am frühen Abend noch einen Termin, bei dem es mal nur um ihn geht. So! Filsum in Ostfriesland, an einem Samstagmorgen. Idyllische Ruhe, soweit das Auge reicht. Nur auf dem Hof von Tamme Hanken trifft schon der erste Besuch ein. Heute ist hier Kummertag, eine offene Sprechstunde für Tier und Mensch. Ruth Gerdes und ihr Pferd sind die Ersten. Ja, das Pferd lässt sich nicht mehr reiten, drückt den Rücken weg. Wenn man Sattel drauf legt, kann sie sich halt schlecht bewegen und... Ich denke, dass sie irgendwie was ausgerenkt hat oder Nerv eingeklemmt oder irgendwas. Ein Fall für den Knochenbrecher. So wird Tamme Hanken hier genannt. Doch natürlich bricht er keine Knochen, er heilt sie mit bloßen Händen. Herrliches Wetter. Wo geht das los? So, einmal im Schritt. Jetzt werden Fehler gesucht. Alle. Wenn man jetzt sich ordentlich guckt, muss man nachher zu viel suchen. Tamme erkennt am Gang, wo der Schmerz sitzt. Den Rest sagen ihm seine Hände. Er spürt, wo Nerven und Wirbel blockiert sind. Eine seltene Gabe, die sich herumgesprochen hat. Gut festhalten an meiner Seite. Sitzt, wird eingerenkt. Wer die Feinfühligkeit besitzt, Nerv zu fühlen, für den ist es eigentlich ganz einfach. Es ist, als wenn wir irgendwas im Computer einscannen, genauso
husche ich irgendwo mit den Fingern rüber. Wenn ich Charlotte beim Fuß habe, dann fühle ich doch so schon überall, ob die Wirbel gut sitzen und was damit ist und wo jeder Nerv verläuft. Hätte man die Zahnhaken drauf in denen. Reitest du mit Auriga an? Nee. Wovon hat er denn den Druck da? Dann müssen wir da eine Trense haben. Ja, klar. Und Sattel. Hier ist alles abgebröckelt. Siehst du das? Hier unten. Ja. Keine Legierung mehr rein, da kriegst du Nickel rein. Ja. Und Nickel geht ihnen sofort auf die Nerven. Wenn die Dinger ein Jahr alt sind, schmeißt die weg. Einmal antraben. Der Rücken ist wieder in Ordnung. Doch meistens gibt es mehr als nur eine Krankheitsursache. Und zurück. Jawohl. Gut. Hier Zähne machen lassen. Ganz dringend. Ja. Habt auch jetzt eine Gelegenheit. Hier ist gerade ein Pferdezahnarzt zugange. Ja. Wenn du das willst, kann ich da eben mit dir rund gehen. Ja, das wäre gut. Den mag der brillant. Sattler, Schmied, Dentalpraktiker. Sie alle sind am Hoftag vor Ort und bieten auf Wunsch eine Rundumbehandlung für die Vierbeine an. Bleib mal ganz ruhig. Gut, hier oben links ist das. Zahnspezialist Fritz Rosenberg macht sich an die Arbeit mit vollem Körpereinsatz. Ja, das fährt man mit der ganzen Hand ins Maul fassen. Assistent Stefan steht ihm seit 17 Jahren zur Seite. Auch privat. Ach, klappt eigentlich ganz gut. Hier wollen wir eben den Mundgeruch so ein bisschen wegmachen. Stefan riecht ja auch letzte Zeit ein bisschen strenger aus dem Mund. Dann kann ich dir gleich assistieren. Ja, genau, das ist besser, glaube ich. Tammes Frau Carmen ist mit dem Männerteam gut befreundet. Da macht allen die Arbeit gleich doppelt Spaß. Da sagt er immer, den ganzen Vormittag habe ich gebügelt. Und was sehe ich? So ein kleines Körbchen Buntes. Das ist das alles. Aber von den Oberhemden, das spricht er nicht, weißt du? Hör mir auf, hast du mir mal... Du hast den Vorteil, ja, du brauchst keine Zelte bügeln, so wie ich. Ne? Ja, das ist natürlich der Vorteil, das stimmt. Du, aber ein starkes Reh ist er auch nicht, das sag ich ja. Ja, das ist wohl wahr, aber mein Reh ist etwas breiter. Ja. Also ich bin ja wirklich wohlgeformt. Das ist schon eine, ne, andere Kategorie. Hältst du das bei ihm fest gut? Das ist nett. Seit Jahren rede ich davon, dass ich eine Dampfbügelstation brauche. Ich bekomme keine. Da musst du aber noch sehr fleißig sein, Stefan, dass du so eine Bügelstation hier bearbeitest. Ich werde dir helfen. Ja, ja. Ich werde dir ja mal dein Haushaltsgeld ein bisschen kürzen. Du kriegst mir über die Strenge. So. Für den ist es eigentlich ganz einfach. Es ist, als wenn wir irgendwas im Computer einscannen. Genauso husche ich irgendwo mit den Fingern rüber. Wenn ich Charlotte beim Fuß habe, dann fühle ich doch so schon überall, ob die Wirbel gut sitzen und was damit ist und wo jeder Nerv verläuft. Hätte man die Zahnhaken drauf in denen. Reitest du mit Auriga an? Nee. Wovon hat er denn den Druck da? Dann müssen wir da eine Trense haben. Ja, klar. Und Sattel. Hier ist alles abgebröckelt, siehst du das? Hier unten. Ja. Keine Legierung mehr rein, da kriegst du Nickel rein. Ja. Und Nickel geht ihnen sofort auf die Nerven. Wenn die Dinger ein Jahr alt sind, schmeißt die weg. Einmal antraben. Der Rücken ist wieder in Ordnung. Doch meistens gibt es mehr als nur eine Krankheitsursache. Und zurück. Jawohl, gut. Hier Zähne machen lassen, ganz dringend. Ja. Habt auch jetzt eine Gelegenheit, hier ist gerade ein Pferdezahnarzt zugange. Ja. Wenn du das willst, kann ich da eben mit dir rund gehen. Ja, das wäre gut. Den mag der brillant. Sattler, Schmied, Dentalpraktiker. Sie alle sind am Hoftag vor Ort und bieten auf Wunsch eine Rundumbehandlung für die Vierbeine an. Bleib mal ganz ruhig. Hier oben links ist das. Zahnspezialist Fritz Rosenberg macht sich an die Arbeit mit vollem Körpereinsatz. Ja, das fährt man mit der ganzen Hand ins Maul fassen. Assistent Stefan steht ihm seit 17 Jahren zur Seite. Auch privat. Ach, klappt eigentlich ganz gut. Hier wollen wir eben den Mundgeruch so ein bisschen wegmachen. Stefan riecht ja auch letzte Zeit ein bisschen strenger aus dem Mund. Dann kann ich dir gleich assistieren. Ja, genau, das ist besser, glaube ich. Tammes Frau Carmen ist mit dem Männerteam gut befreundet. Da macht allen die Arbeit gleich doppelt Spaß. Da sagt er immer, den ganzen Vormittag habe ich gebügelt. Und was sehe ich? So ein kleines Körbchen Buntes. Das ist das alles.
Aber von den Oberhemden, das spricht er nicht, weißt du? Hör mir auf, hast du mir mein Leben. Du hast den Vorteil, ja, du brauchst keine Zelte bügeln, so wie ich. Nein, ja, das ist natürlich der Vorteil, das stimmt. Du brauchst ein schlankes Reh, ist er auch nicht, das sag ich dir. Ja, das ist wohl wahr, aber mein Reh ist etwas breiter. Ja. Also ich bin ja wirklich wohlgeformt. Das ist schon eine andere Kategorie. Soll ich das du das bei ihm festruht? Das ist nett. Seit Jahren rede ich davon, dass ich eine Dampfbügelstation brauche. Ich bekomme keine. Da musst du aber mal sehr fleißig sein, Stefan. Das ist nur so eine Bügelstation, die er verarbeitet. Ich werde dir helfen. Ja, ja. Ich werde dir immer dein Haushaltsgeld ein bisschen kürzen. Du fliegst mir über die Strenge. So. Zwei. Und eine noch. Dass unser Pferd immer kräftig zubeißen kann. Wo ist denn meine neue Sonntagslampe, Stefan? Also du bist dann mit dem. Ich weiß nicht. Das sagen die alle. Kleine Mädchen sagen erst auch immer knutschen wie ekelig und fangen da trotzdem mit an. Ich glaube nicht, dass dein Hund groß was im Rücken hat. Danach sah das nicht aus. So, Locke, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir deine Frisur durcheinander bringen. Tamme sortiert Wirbel für Wirbel neu, um Pudel Pemmi wieder auf die Sprünge zu helfen. Der wird gleich einen ganzen Gang schwerer, schlatter. Gib euch gleich was mit für den kleinen Burschen. Was habt ihr denn? Die sind nur kleine Blockaden von Hebenerven. Das kommt, die hatte hinten die Füße so derartig versprungen. Mhm. Und das linke Knie, dass der gar nicht kommt mehr für ihn. So, lauf mal. So, jetzt einmal hier, Vollgas, einmal hoch und runter. Das sieht gut aus. Ich hole dem was und schreibe dem was auf, was du dem gibst, dass der Hund in sich ein bisschen flotter wird und stabiler von Füßen, nicht? Das ist ein Sesselpupser, nicht? Nach dem Sessel zu Hause. Ja. Irgendwas hinlegen, dass er die zwei, drei Tage nicht so tief springen muss. Der kommt hier immer mit rein, hier ist wärmer. Ab und zu kommt es vor, dass auch Zweibeiner Schieflage haben. Für Opa Hanken ist es nichts Neues, wenn sein Sohn auch mal bei einem Freund der Familie Hand anlegt. Also ich muss sagen, vorher konnte ich diesen rechten Arm nur bis hierhin hochheben. Jetzt kann ich ihn entschieden höher heben. Zeichen nochmal. Ich kann hier hinter, ich kann mich wieder kämmen, was ich vorher nicht machen konnte. Aber Seite legen. Heiko Wittpen hat Schmerzen im Fuß, kann kaum auftreten. Guter Anfang, rechts. Andere Seite. Jetzt heißt es tapfer sein. Der Knochenbrecher geht ans Werk. Die Geräusche sind klasse. So, bei diesen Geräuschen, da weiß ich doch, dass der Patient noch Leben hat. So, jetzt bewege ich dich. So, ich danke dir. Wenn der Körper nicht im Fluss ist, kann dein Fuß auch nicht abrollen. Ja, ich verstehe. Ist logisch, ne? Jo, ich verstehe dir. Du hast recht. Ich bin recht, von Not. Ich kann wieder laufen. Ich hab den Schmerz weg. Ja, hier kam neulich ein junger Mann raus und der liegt da draußen rum. Reiß die Arme hoch und auf einmal schreit er. Ich bin geheilt, ich bin geheilt. Jetzt kann ich wieder laufen, jetzt kann ich wieder laufen. Wieso? Ja, seht ihr es nicht, ich kann wieder laufen. Wieso kannst du wieder laufen? Ja, sie haben mein Fahrrad geklaut. Aha, woher Tammes? Und die Freezers und die Friesen. Der Knochenbrecher als Eishockey-Maskottchen. Muss ich sagen. Und wenn jemand Probleme hat mit seinem Pferd, sofort Tamme muss her. Wer so berühmt ist, hat natürlich einen Ruf zu verlieren. Als der Saal ins Schunkeln gerät, lässt auch Tamme sich mitreißen. Er hofft, in der Masse unterzugehen. Aber das kann er wohl vergessen. Der XXL-Ostfriese ist nicht zu übersehen. Je später der Abend, desto gelöster die Stimmung. Zu einem romantischen Tänzchen mit Carmen kann Tamme sich jedoch partout nicht durchringen. Immer wieder spielt Fritz den Gentleman.
Doch wie kriegt man Tamme auf die Tanzfläche? Stefan versucht es auf seine Art. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Tänzer wäre, dann hätte ich nicht diese Figur gehabt. Um Stefans Avancen zu entfliehen, traut sich Tamme dann doch. Allerdings nicht mit Carmen, sondern Anke darf mit dem XXL-Ostfriesen aufs Parkett. Doch Kumpel Fritz klatscht einfach ab. Ich habe so eine flotte Frau, die lasse ich gerne erst mal von den anderen müde machen, bevor ich mir sie denn selber greife. Der nächste Morgen auf dem Hankenhof. Während sich Opas Hunde im Misthaufen ihr Frühstück suchen, schmiert Carmen schon fleißig Wurststullen. Denn heute gibt es hier viele hungrige Mäuler zu stopfen. Der Knochenbrecher hat alle Kinder der Nachbarschaft zum Pony-Stretching-Kurs eingeladen. Ja, heute Morgen war das etwas schwierig, Tamme wieder aus dem Bett zu kriegen, weil so Dinge wie 7, 7:30 aufstehen, das geht eigentlich gar nicht. Dann habe ich ihn gerufen und habe gesagt, Tamme muss jetzt aufstehen. Ja, ich komme sofort. Oh, ich denke, super, was soll das denn jetzt werden? Ich muss jetzt los, die Pferde füttern, die Brötchen holen und alles. Eine kleine Kuh, um Himmels Willen. Eine kleine Kuh. Und die Tante Charlotte macht sie sauber, ist sie lieb. Oh, 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 oh. Ich glaube, du bist schon krank. Ich habe gar keine Augen. Oh, ein Mädel. Schon wieder. Ein kleines Mädel. Ganz fein und loslassen. So, die hält sich am Kitt fest. Ein Jungen haben wir dabei. Ist auch deine Verwandtschaft. Da liegt leider auch noch ein Todes im Nest. Das nehme ich jetzt gleich mit weg. Feine Remi, du hast die schönsten Junge der Welt. Jawohl, so eine liebe Mama. Guck mal, den nehmen wir dir jetzt mit weg, nicht? Guck mal, einer ist tot. Ja, das ist das Leben. Kann nicht alles rundlaufen im Leben. Kleiner Rüde. Ja. Du, wenn die Hunde die Junge kriegen, da kann leicht mal was schief gehen. Ja, also aber das Beste ist raus, dass die Mama gesund ist. Ja, die haben schon wieder Hunger. Reni holt sich gut was zu fressen bei uns und gibt den Kleinen ordentliche Milch. Und dann haben wir in 10 Tagen ein paar Rabauken, die anfangen, das Nest zu verlassen. Und uns alles wegschleppen, was in den Nagel fest ist. Kleine Hunde, immer Terror, ist alles weg. Aber na ja. Immer mehr Hilfesuchende trudeln auf dem Hankenhof ein. Heute sind auffallend viele Hunde da. Links und rechts hinten. Der Tierarzt, der meinte, das wäre Altersverschleiß, das wäre Arthrose, ne? Wir haben noch eine Hündin, ne? Die haben wir mal aus dem Internet geholt, aber die ist so verfressen. Die ist unwahrscheinlich dick, ist die und so, ne? Wir hängen an denen, weil meine Frau ist früh gestorben, früher und alles, und das letzte Andenken und so, ne? So, den Großen einmal laufen lassen. Tammes Auffahrt wird zum Laufsteg für große und kleine Vierbeiner. Einmal traben. Einer nach dem anderen muss dem Knochenbrecher sein Wehwehchen vorführen. Der erkennt die Härtefälle auf den ersten Blick. Das ist Ihr Bild. Wo alt ist die Hunde? 10. Junge, immer ein bisschen so, wie ihr gerne will, wie ihr kann. Gut, den müssen wir ganz erforschen. Also sie hat Probleme mit der Wirbelsäule. Also wenn man sie irgendwie hochnimmt oder so, dann fängt sie ganz stark an zu quieken und das tut ihr eigentlich ziemlich weh. Und mir tut das auch selbst irgendwie weh, dass sie so leidet. Ob Hengst oder Pudel. Für die Menschen, die hier auf Hilfe warten, gehören ihre Tiere zur Familie. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sagen kann, aber sie ist irgendwie mein kleines Baby. So. So, siehst du wohl, eine Locke. Dann lauf du da mal dem Eimer mal mit hin und her, dass wir auch sehen, was dein Bein schwingen. Herzlichen Dank. Let's take off.
Die Paare stürmen aufs Parkett. Im Alltag bleibt nicht viel Platz für Zweisamkeit. Da werden Gelegenheiten wie diese prompt genutzt. Nur Carmen muss auf einen Ersatzmann zurückgreifen. Tamme erweist sich mal wieder als Tanzmuffel. Hey, hey, hey. Guck mal rüber, der tanzt, als wenn er ein lahmes Bein hat. Carmen und Fritz sind auf der Tanzfläche ein eingespieltes Team. Der Zahnexperte springt nicht zum ersten Mal für Tamme ein. Ich hab Carmen das natürlich bei ihm gedacht. Das müssen wir gleich auch nachmachen, ne? Anke ist eine alte Bekannte. Sie kennt Tammes große Klappe und weiß, dass seiner Tanzprahlerei selten Taten folgen. Mit dir tanze ich ein Tango. Es ist mit euch Frauen immer scheiße, wenn wir zum Ball gehen. Statt dass wir uns in Ruhe eine flammen können, brezelt ihr euch auf, dass ihr auch die Machers verrückt macht. Da geht überhaupt nicht. Ja, Tamme Hang, der ist mir ein guten Ruf von Filsen bekannt, muss man schon sagen. Wir haben ihn beim Fahrradfein auf allen Turnieren, ist er immer da dabei und er sorgt da für Ordnung. Und er hat immer das richtige Feingefühl, wenn das so ist, muss ich sagen. Und wenn jemand Probleme hat mit seinem Pferd, sofort Tamme muss er. Wer so berühmt ist, hat natürlich einen Ruf zu verlieren. Als der Saal ins Schunkeln gerät, lässt auch Tamme sich mitreißen. Er hofft, in der Masse unterzugehen, aber das kann er wohl vergessen. Der XXL-Ostfriese ist nicht zu übersehen. Je später der Abend, desto gelöster die Stimmung. Zu einem romantischen Tänzchen mit Carmen kann Tamme sich jedoch partout nicht durchringen. Immer wieder spielt Fritz den Gentleman. Doch wie kriegt man Tamme auf die Tanzfläche? Stefan versucht es auf seine Art. Wenn der liebe Gott gewollt hätte, dass ich Tänzer wäre. Das sieht gut aus. Ich hole dir was und schreibe dir was auf, was du dem gibst, dass der Hund in sich ein bisschen flotter wird und stabiler von Füßen. Nicht? Das ist ein Sesselpupser, nicht? Den hast du im Sessel zu Hause. Ja. Irgendwas hinlegen, dass er die zwei, drei Tage nicht so tief springen muss. Der kommt hier immer mit rein, hier ist wärmer. Ab und zu kommt es vor, dass auch Zweibeiner Schieflage haben. Für Opa Hanken ist es nichts Neues, wenn sein Sohn auch mal bei einem Freund der Familie Hand anlegt. Also ich muss sagen, vorher konnte ich diesen rechten Arm nur bis hierhin hochheben. Jetzt kann ich ihn entschieden höher heben. Zeichen nochmal. Ich kann hier hinter, ich kann mich wieder kämmen, was ich vorher nicht machen konnte. Aber Seite legen. Heiko Wittpen hat Schmerzen im Fuß, kann kaum auftreten. Guter Anfang, rechts. Andere Seite. Jetzt heißt es tapfer sein. Der Knochenbrecher geht ans Werk. Die Geräusche sind klasse. Das ist ein richtiger Chiropraktiker. Oh, bei diesen Geräuschen, da weiß ich doch, dass der Patient noch Leben hat. So, jetzt bewege ich dich. So, ich danke dir. Wenn der Körper nicht im Fluss ist, kann dein Fuß auch nicht abrollen. Ja, ich verstehe. Ist logisch, ne? Jo, ich verstehe. Ja. Du hast recht. Ich gebe recht, von Not. Ich kann wieder laufen. Ich hab den Schmerz weg. Ja, hier kam neulich ein junger Mann raus und der liegt da draußen rum. Reißt die Arme hoch und auf einmal schreit er. Ich bin geheilt. Jetzt kann ich wieder laufen, Wieso? Ja, seht ihr es nicht, ich kann wieder laufen. Wieso kannst du wieder laufen? Ja, sie haben mein Fahrrad geklaut. Aha, woher Tamme seinen Sinn für Humor hat, wäre also geklärt. Und woher kommt seine Gabe, Nerven zu fühlen? Manche nennen es ein Wunder. Tamme sieht das anders. Wunder ist für mich,
dass wenn man morgens einen Glühwein trinkt und ihn abends reichlich genossen hat, dass er morgens schon wieder schmeckt. Das ist ein Wunder. Aber von Wunderheilung und sowas, da halte ich gar nichts von. Zu dieser Sparte gehören wir nicht. Bei uns ist es kein Wunder, wir wissen, was wir tun und das hilft und Schluss. So einfach ist das. So, jetzt ist aber erstmal genug über Wunder philosophiert. Für heute ist Feierabend auf dem Hankenhof. Und weil auch ein XXL-Ostfriese ab und zu ein bisschen verwöhnt werden muss, hat Tame am frühen Abend noch einen Termin, bei dem es mal nur um ihn geht. Klingt doch schon so viel. Ja. Ich schneide mir die Haare hier nur so kurz, dass ich keine Gewichtsprobleme habe. Ach so. Tame ist eigentlich sehr eitel und er legt eigentlich sehr viel Wert auf seine Haare. Er gibt das nur nicht so zu. Frauen sind manchmal nicht so eitel wie Tame. Von wegen. In Kleens Salon kommt man schließlich, um sich mal richtig aufhübschen zu lassen. Und der XXL-Ostfriese ist auch heute wieder sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also in Ostfriesland ist es, glaube ich, sowieso. Die Leute bleiben bei ihrem Stammfriseur, bis er tot umkippt oder die Leute. So sieht's aus. Aber jetzt ab nach Hause, denn da wartet Tames bessere Hälfte Carmen, mit der er jetzt seit 5 Jahren verheiratet ist. Wir kommen immer als Letzte da an. Das ist doch was für ein Arsch. Wenn du nicht fertig wirst? Ja, wie ich Tame kennengelernt habe. Ich hatte ein Pferd, was nicht fit war. Das war offensichtlich im Rücken verrenkt. Und ich konnte niemanden finden, der dem Pferd hilft. Carmen kam nicht in mein Leben, sie lahmte in mein Leben. Meine Mutter hatte Tame im Fernsehen gesehen, bei der Johannes B. Kerner Show. Die kam mit ihrem Gauland, war platt wie eine Flunder. Ja, ich habe, als wir zusammengesessen haben, habe ich natürlich erstmal nach meine Güte. Also groß war ja schön und gut, aber... Dann haben wir Pingel getrunken. Ich guck Menschen in erster Linie in die Augen und die Augen, die hatten es mir dann doch irgendwo direkt angetan. Und was denn heute meine Carmen ist, ihr erster beschwerlicher Weg war auf allen Vieren ins Hotelzimmer. Ja, und dann hatten wir für nächsten Morgen dann einen Termin vereinbart und mein Pferd anzugucken. Morgens hat sie aber als einzigste die Kurve zu mir zum Frühstücken geschafft, hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und dann wusste ich schon mal, oh, die hält was aus. Mein Pferd war eigentlich auch innerhalb von ein paar Minuten fit, wie das halt so bekannt ist, vom Hoftag auch und überhaupt von seiner Art und Weise zu arbeiten. Wie das Pferd so an mir vorbei lärmte, wusste ich sofort, das ist auch eine wilde Maus aus dem Rheinland. Sind ja alles nur Weintrinker, so ganz klar, aber... 3 Wochen später ungefähr habe ich gedacht, nee, probier es halt nochmal aus, um dir klar zu werden, wie und was. Und habe halt angerufen, mein Pferd wäre noch nicht in Ordnung. Und wie sie dennoch 2-mal wiederkam mit dem lahmen Gaul, der nicht mehr lahmte, da was passiert. Er sagte, ja, das Pferd ist eigentlich so ganz in Ordnung. Ich gucke aber noch mal eben nach und habe dann gesehen, wie er mit Opa ein paar Worte wechselte. Steht unser Opa neben mir und dann sagt der Kerl, sagte, da geht nicht mehr ums Pferd. Und wir gucken da so die Straße runter. Dann sagt er, nee, weißt du was? Für das Pferd noch mal. Wir gucken dann noch mal genau, wenn du meinst, da ist irgendwas nicht richtig gut in Ordnung. Pferd war auch einen Löffel Zucker. Das ist die reinste Bluttransfusion. Diana Erdmann von der Wildtierauffangstation Lüneburg hat Tame kurzfristig um Hilfe gebeten. Ein verletztes Reh soll eingeschläfert werden, wenn Tame es nicht retten kann. Ich habe heute Morgen einen Rehkitz bekommen in die Station. Das ist vor einer Woche angefahren worden. Es ist bei einer Tierärztin untergebracht gewesen und jetzt zu mir gebracht worden. Sie sagte, die ersten Tage stand es noch und dann ist es nicht mehr hochgekommen. Da, wo sie es verbunden hat, ich habe es auch noch nicht aufgemacht, da ist eine Fraktur. Ja, da werden wir dann auch nicht dran schmeißen. Du kommst einmal zur Seite, komm, mein Schatz. Ich weiß, dass Rehe weinen können, das weiß ich, mein Schatz. Also die schreien. Was bist du denn für ein Lötchen? Schmusen willst du auch wohl, nicht? Ich merke das wohl. Oh nein, ist halt auch fein. So, jetzt pass mal auf. Locker. Das war der Hals. Vorne anheben, ich nehme hinten.
Ja. Aber wenn der Hals so durcheinander ist, dann verliert er natürlich die ganze Balance zum Hinterteil. Der kann gar nicht gehen. Mhm. Also ich bin der Meinung, das Tier hat schräg von vorne einen Schlag gekriegt. Hals und das stimmt wieder. Und die sind Prellungen, Rückenmarksprellungen. Mhm. Die können durchaus ein paar Monate ein Kribbeln verursachen. Ja, das war doch nicht schlecht. Letztlich, das wäre doch nicht schlecht. Also, normalerweise haben diese Tiere bei Autounfällen überhaupt gar keine Chance. Also selbst bei einer Fraktur, die so wieder zu richten wäre, ist der Pflegeaufwand einfach nicht so, dass das Reh das überstehen würde. Die sind viel zu panisch. Und sie ist, ja, abgesehen davon, dass sie echt nicht sterben will, ist sie relativ ruhig. Und ich denke, das kann man vertreten, ne? Wenn die Prellungen raus sind, bin ich davon überzeugt, dass sie wieder zu Gange kommen kann. Ja, schön. Hallo. Das Reh darf weiterleben. Tamme empfiehlt Diana Erdmann noch etwas zum Aufpäppeln. Und schon geht es weiter zum nächsten Sorgenkind. Pitou-Esel Pierre. Er hat immer große Schwierigkeiten gehabt mit dem Laufen. Er hat irgendwie seine Füße gar nicht richtig koordiniert gekriegt. Er ist echt gestolpert, wie nichts Gutes. Und zwischendurch ist er auch einfach wirklich umgefallen. Ein bisschen lange Zehe dran, ne? Der Hufschmied kommt natürlich regelmäßig, aber er lässt echt nicht wirklich viel mit sich machen. Er hat um sich gebissen, gemacht, getan. Er war zwischendurch... Das hatte ich gar nicht mit gerechnet. Und dann wusste ich schon mal... Oh, die hält was aus. Mein Pferd war eigentlich auch innerhalb von ein paar Minuten fit, wie das halt so bekannt ist, vom Hoftag auch und überhaupt von seiner Art und Weise zu arbeiten. Wie das Pferd so an mir vorbei lärmte, wusste ich sofort, das ist auch eine wilde Maus aus dem Rheinland. Sind ja alles nur Weintrinker, so ganz klar, aber... 3 Wochen später ungefähr habe ich gedacht, nee, probier es halt nochmal aus, um dir klar zu werden, wie und was. Und hab halt angerufen, mein Pferd wäre noch nicht in Ordnung. Und wie sie dennoch 2-mal wiederkam mit dem lahmen Gaul, der nicht mehr lahmte, da was passiert. Er sagte, ja, das Pferd ist eigentlich so ganz in Ordnung. Ich guck aber noch mal eben nach und hab dann gesehen, wie er mit Opa ein paar Worte wechselte. Steht unser Opa neben mir und dann sagt der Kehl, sagte, da geht nicht mehr ums Pferd. Und wir gucken da so die Straße runter. Dann sagt er, nee, weißt du was? Führ das Pferd noch mal. Wir gucken dann noch mal genau, wenn du meinst, da ist irgendwas nicht richtig gut in Ordnung. Pferd war kerngesund. Frau war verliebt. Und dann ist er hingegangen und sagte, ja, dann kannst du halt mit zu mir kommen. Hast du denn ein Gästezimmer? Nö, sagt er, sowas haben wir in Ostfriesland nicht. Ja, ich denke, okay, eine Couch oder so wird er wohl haben. Die ist einfach hier geblieben. Woche für Woche ist sie mit dem Auto angebrackert gekommen und hat sich so langsam... sie es fast nicht gespürt habe, ausgeweitet. 1, 2, 3 war, blieb die nicht nur in ihrem Bett, die waren ja auch dauernd schon in meinen. Also alles, was ich hatte und was mir noch blieb, wurde schon mal wieder geteilt. Ja, die Idee, dass es bei ihm gefunkt hatte, hatte ich eigentlich von Anfang an. Eigentlich dachte ich mir, wäre schlecht oder ich hätte Hunger und dabei war ich verliebt. Ist ja nicht romantisch. Wo sind denn meine Schuhe, Carmen? Ja, komm, gib Gas, bist du denn verrückt geworden? Ja, da kommen sie von mir. Klasse Vibe. Heute Abend findet in Filsum der Reiterball statt. Das Ereignis des Jahres. Tamme Hanken und seine Freunde dürfen da natürlich nicht fehlen. Im Dorfgemeinschaftshaus werden die besten Reiter des Jahres geehrt. Danach soll auf der Tanzfläche die Post abgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, ich begrüße Sie hier recht herzlich zum Winterfest des Fahnenreitvereins Filsum. Was der Presseball in Berlin ist für die Politiker, das ist für uns Filsumer. Hier das Fahnenreitvereinsfest im Winter. Das sind die Prellungen. Ja. Aber wenn der Hals so durcheinander ist, dann verliert er natürlich die ganze Balance zum Hinterteil. Der kann gar nicht gehen. Also ich bin der Meinung, das Tier hat schräg von vorne einen Schlag gekriegt.
Hals und das stimmt wieder. Und die sind Prellungen, Rückenmarksprellungen. Mhm. Die können durchaus ein paar Monate ein Kribbeln verursachen. Ja, das war doch nicht schlecht. Das wäre doch nicht schlecht. Also, normalerweise haben diese Tiere bei Autounfällen überhaupt gar keine Chance. Also selbst bei einer Fraktur, die so wieder zu richten wäre, ist der Pflegeaufwand einfach nicht so, dass das Reh das überstehen würde. Die sind viel zu panisch. Und sie ist, ja, abgesehen davon, dass sie echt nicht sterben will, ist sie relativ ruhig. Und ich denke, das kann man vertreten, ne? Wenn die Prellungen raus sind, bin ich davon überzeugt, dass sie wieder zu Gange kommen kann. Ja, schön. Hallo. Das Reh darf weiterleben. Tamme empfiehlt Diana Erdmann noch etwas zum Aufpäppeln. Und schon geht es weiter zum nächsten Sorgenkind. Pitou-Esel Pierre. Er hat immer große Schwierigkeiten gehabt mit dem Laufen. Er hat irgendwie seine Füße gar nicht richtig koordiniert gekriegt. Er ist echt gestolpert, wie nichts Gutes. Und zwischendurch ist er auch einfach wirklich umgefallen. Ein bisschen lange Zehe dran, ne? Der Hufschmied kommt natürlich regelmäßig, aber er lässt echt nicht wirklich viel mit sich machen. Er hat um sich gebissen, gemacht, getan. Er war zwischendurch nicht zauberhaft. Also wir sind auch nur noch zu zweit rein dann, ne? Wollen wir sehen, ob es vom Rücken oder von der Halswirbelsäule kommt. Dafür müssen wir den aber einmal am Band haben. Ja, das kriegen wir hin. Kein Problem. Es nützt alles nichts. Tamme muss mit Pierre in den Nahkampf. Seine Taktik, raus aus dem Gehege, Trennung von Eseldame Marie. Gut, dass Stefan dabei ist. Gemeinsam müssten sie Pierre doch zähmen können. Oder? Ja, nun mal los. Schritt musst du jetzt gehen mit diesem so edlen Rosse. Oh, ihr seid auch ein paar Hübsche, ihr habt fast dieselbe Frisur. Wo wollt ihr hin? Ja, das nenne ich eselig. Sei lieb. Gott, sind die störrisch und puschelig. Ein widerwilliger Vierbeiner. Auch dafür hat der XXL-Ostfriese spezielle Methoden. Du musst Locke jetzt schön kraulen hier. Dann musst du sagen, hallo. Hallo. Willst du dir deinen Fuß geben? Hey, Marie, du bleibst da. Marie, hi. Hallo. Oho. Knack. Heute Abend findet in Filsum der Reiterball statt. Das Ereignis des Jahres. Tamme Hanken und seine Freunde dürfen da natürlich nicht fehlen. Im Dorfgemeinschaftshaus werden die besten Reiter des Jahres geehrt. Danach soll auf der Tanzfläche die Post abgehen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Pferdefreunde, ich begrüße Sie hier recht herzlich zum Winterfest des Fahnenreitvereins Filsum. Was der Presseball in Berlin ist für die Politiker, das ist für uns Filsumer hier das Fahnenreitvereinsfest im Winter. Ich will hier aber keine großen Reden schwingen, sondern wir wollen heute Abend das Tanzbein schwingen. Herzlichen Dank. Die Paare stürmen aufs Parkett. Im Alltag bleibt nicht viel Platz für Zweisamkeit. Da werden Gelegenheiten wie diese prompt genutzt. Nur Carmen muss auf einen Ersatzmann zurückgreifen. Tamme erweist sich mal wieder als Tanzmuffel. Hey, hey, hey. Guck mal rüber, der tanzt, als wenn er ein lahmes Bein hat. Carmen und Fritz sind auf der Tanzfläche ein eingespieltes Team. Der Zahnexperte springt nicht zum ersten Mal für Tamme ein. Ich hab Carmen das natürlich bei ihm gedacht. Das müssen wir gleich auch nachmachen, ne? Anke ist eine alte Bekannte. Sie kennt Tammes große Klappe und weiß, dass seiner Tanzprahlerei selten Taten folgen. Mit dir tanze ich ein Tango. Es ist mit euch Frauen immer scheiße, wenn wir zum Ball gehen. Statt dass wir uns in Ruhe eine flammen können, brezelt ihr euch auf, dass ihr auch die Mackers verrückt macht. Da geht überhaupt nicht. Ja, Tamme Hang, der ist wie ein Guru von Filsum.
Hansen bekannt, muss man schon sagen. Wir haben ihn beim Fahrradverein auf allen Turnieren, ist er immer da dabei und er sorgt da für Ordnung. Und er hat immer das richtige Feingefühl, wenn das so ist. Komm, hier habe ich einen Apfel für dich. Komm. Brauche ich nicht. Musst du haben, das ist wie ein Jungbrunnen, so ein Bostock für dich. Machen, ja, die haben ja schon, komm. Ja, nee, du lauf, hol ab, mach ich gar nicht noch. Nee, zur Belohnung gibt es eine Spezialität. Original ostfriesische Bratäpfel. Oh, Opa hat ja richtig scharfe Messer. Opa ist ja auch Schlachter. Ach so, daran liegt er. Schlachtet böse Mädchen. Ja, das glaube ich nicht.